Und damit moin moin und herzlich willkommen am Dienstagabend zu Real Solar System. Und ihr seid so ungeduldig, Leute. Ihr könnt doch nicht schon subscriben, während der Vorspann läuft. In diesem Sinne erstmal vielen lieben Dank an den Thorsten aus Mainz für seine Subscription und den Steini für seine Subscription. Und da war noch jemand richtig fleißig, 20 Minuten bevor der Stream losging. Und das spiele ich jetzt einfach nochmal ein. Dann haben wir das komplett. Und danke auch an den Coffee2Games für seine Subscription, bevor der Stream losging oder vor 20 Minuten knapp. Und jetzt aber erstmal ein liebes Hallo an alle, die schon da sind. An den Neo, den Hastur, den Cookie, den Coffee2Games, den Matzenotor, den Slash, den Thorsten, hatte ich ja schon erwähnt. Den TJ Kerbel, den Zero Dissolves, der Steini ist schon da, Freedom Nard ist auch schon reingeschneit, Dajin, Mindevil, Buckless, Sakimi, der Lümmel, die Senfsoße oder der Senfsoße, ich glaube, er hat darauf bestanden, dass es nicht die Senfsoße heißt. Und wen haben wir da noch? Den Idel, bevor ich ihn wieder vergesse. Und ich glaube, dann habe ich erstmal alles. Falls ich jemanden übersehen habe oder wenn jemand noch nicht Hallo gesagt hat, dann aber trotzdem auch euch ein liebes Hallo. Und jetzt gucken wir mal. Gut, was machen wir heute? RSS machen wir heute. Wir fliegen heute ein paar Sachen durch die Gegend. Und zwar werden wir die Mars-Mission, die zweite Mars-Mission auf den Weg schicken. Ich zeige euch das mal. Also, wir haben im Orbit unsere Mars 2. Wir hatten ja zwei Mars-Sonden vorbereitet, einfach für den Fall, dass irgendwas schief geht. Die erste ist aber ganz gut weggekommen. Die ist schon unterwegs und hat in 128 Tagen ihre... ja, wie soll ich das sagen? Unterwegs Kurskorrektur, mir ist das Wort gerade empfallen, wie man dazu wirklich sagt. Und in 37 Tagen startet dann die Mars-2-Sonde. Da ist ein relativ effektives Fenster mit 3800 Delta V. Die hängt jetzt noch im Erdorbit rum. Da geht's dann los. So, was gibt's heute bei mir zu trinken? Genau, die wichtigen Fragen müssen wir natürlich noch klären, bevor wir für die zu den wichtigen Dingen wie Raketenfliegen kommen. Also erstmal gibt's eine leckere Fassbrause, weil ich heute gedacht habe, ach, trinkst du mal was Erfrischendes nebenbei? Und dann gibt's natürlich noch einen Whisky für später. Da habe ich mich heute für einen Johnny Walker Red Label entschieden. Den hatte ich noch ungeöffnet dastehen. Riecht recht interessant, habe ich selber noch nicht gekostet. Bin ich mal gespannt drauf, werde ich euch später meine Eindrücke von übermitteln. Aber erstmal fangen wir an, Sachen zu reparieren. Also, das machen wir auf jeden Fall. Und dann wollte ich mich heute mal wieder etwas intensiver der bemannten Raumfahrt widmen. Und zwar ganz konkret wollte ich im Erdorbit mal einen neuen Rekord aufstellen. Hier geht es schließlich um Rekorde. Wenn ich schon der Erste bei der Venus war und wahrscheinlich der Erste beim Mars sein werde, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich der Erste mit bemannten Rekorden noch bin. Und zwar würde ich gerne versuchen, auf jeden Fall den 3 Tage im Orbit-Rekord zu knacken. Und eigentlich würde ich gerne versuchen, ein Raumschiff zu bauen, mit dem ich eine Woche lang im Orbit bleiben kann. Das wäre nämlich die Zeit, die ich brauche, um einen Mondflyby zu machen und das zu überleben. Also prinzipiell, nicht, dass ich schon wieder Eintrittsmöglichkeiten hätte, aber das wäre mal die Testphase dafür, sage ich mal. Und vielleicht kann man das noch mit ein, zwei anderen kleinen bemannten Verträgen kombinieren, denn ich brauche vor allen Dingen auch Kohle. So, jetzt müssen wir mal überlegen, womit wir anfangen. Habe ich überhaupt irgendwas im Bau? Das wäre ja schon mal Frage 1. Ich glaube, ich habe nämlich nichts im Bau. Gut, könnte man ja mal eine bemannte Rakete bauen. Technologietechnisch dauert es auch noch ein paar Tage, bis was passiert. Das heißt, wir würden uns jetzt wahrscheinlich als allererstes mal in die Fab zurückziehen, um dort eine Rakete zu basteln, mit der wir gut in Orbit kommen. Und ich hatte überlegt, das Launcher-Vehikel noch mal ein bisschen zu, ich sag mal, abzudaten. Nochmal zu gucken, ob wir noch ein bisschen was Leistungsstärkeres an den Start bekommen. Gerade von den Motoren her. Denn ich habe ja mittlerweile ein paar Sachen freigeschaltet. Ich könnte mich aber auch noch zurückhalten. Ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten will. Also, RD 107. Genau, das ist die vom Proton Launch Vehicle. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wir verwendet haben in unseren Mars-Raketen. Das sind ja die neuen Triebwerke, die ich mittlerweile ganz gut im Griff habe. Die würde ich gerne, der ist RD253 ist das. Das sieht grob so aus, das müsste das hier sein, genau. Okay, also das sind die RD253, die sollten wir auf jeden Fall noch etwas intensiver nutzen, denn die habe ich mittlerweile auf 10.000 Data Points.
Die sind also verlässlich wie die Hölle. Genau, und Matsunoto schreibt es gerade. Heute vor 58 Jahren ist die Lunik-2-Sonde gestartet. Das haben wir natürlich schon hinter uns. Die ist schon längst aufgeschlagen. Wir sind ja viel, viel schneller unterwegs. Genau. Aber danke nochmal für die Erwähnung. Also, ich würde gerne die untere Stage ein bisschen mehr Proton-like machen. Und zwar, was ist der Unterschied von der Proton zu dem, was wir jetzt gerade machen? Wir haben jetzt noch Seitenbooster, die abgekoppelt werden. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und damit einen schönen Gruß zurück nach Eisenhüttenstadt. Ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Und ah, die 1220er. So, und hier ist es jetzt so, wir haben quasi seitliche Booster, die unabhängig vom Core der Rakete sind. Was ich jetzt gerne mal versuchen möchte, ist, ob wir für höhere Nutzlasten mit dem Proton-Konzept besser fahren. Das Proton-Konzept sieht optisch sehr ähnlich aus, hat aber sechs von diesen Gondeln. Und ist aber ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar hat es nicht diesen mittleren Kern mit noch einem Triebwerk, sondern es hat sechs Triebwerke außenrum angereiht und hat dann quasi einen Teil des Treibstoffs in den Außengondeln, also den Oxidizer, glaube ich, und drinnen das Triebwerkszeug, also den Sprit. Das können wir so nicht ganz darstellen, aber wir können es dadurch darstellen, dass wir es nicht decouplbar machen. Das heißt, das würde ich heute mal konzipieren, weil, wie gesagt, bisher bin ich ja mit vier Triebwerken geflogen, um erstmal Verlässlichkeit draufzubringen. Mittlerweile können die Dinger ganz schön was. Und das probieren wir jetzt mal ein bisschen nachzubauen als so eine weitere Variante einer frühen Proton-Rakete. Da sind wir noch weit von entfernt, aber hey, wir können es ja mal ausprobieren. Und natürlich bauen wir da direkt eine bemannte Rakete draus, weil wegen Gründe wäre ja sonst langweilig. Also, wir fangen mal ganz simpel an. Und zwar mit den Vostok-Sachen. Was anderes haben wir im Moment einfach nicht. Das heißt, wir werden damit definitiv auch nicht zum Mond fliegen und wir werden damit auch keine EVA machen. Aber vielleicht können wir irgendwas anderes Lustiges abziehen. Da. So, deshalb bauen wir uns jetzt erstmal wieder ein Vostok-Raumschiff. Einfach nur, weil, naja, weil wir nicht so viele Alternativen haben, was bemannte Raumfahrt angeht. Zumindest nicht, wenn die Leute lebend zurückkommen sollen. Gut, und für den ganzen Kram brauchen wir dann natürlich auch wieder einen Decoupler. Ich glaube, der war ganz okay. Ich glaube, der hatte funktioniert, ja. Ich glaube schon. Wir machen auf jeden Fall einen Testflug mit der Kiste, weil das, also ich bin ja sonst in letzter Zeit nicht so der Freund der Testflüge gewesen, aber das hier soll bemannt werden. Also macht euch keine Sorgen, wir werden jetzt niemanden hier direkt in den Tod jagen damit. Und genau, also hallo Cookie, viel Spaß beim Zugucken und natürlich schaue ich auch Cookies Livestream, wo ich den letzten leider verpasst habe, weil ich übers Wochenende unterwegs war. Aber das hat ja nichts mit Spionage zu tun. Man lässt sich ja auch gerne mal inspirieren, was der andere so treibt. Und guckt sich das gerne an. So, jetzt bevor ich hier aber mal weiter bastel, sollten wir erst noch den wichtigen Part machen. Nämlich als erstes mal das rechte Fairing, das ich links anbaue, logischerweise. Na, wo ist der Knöpkes? Da. Und das linke Fairing, das wir logischerweise rechts anbauen, weil es andersrum einfach keinen Sinn machen würde. So, dann rotieren wir das mal in eine optisch anspruchsvolle Position. Und zwar so, dass, warte mal, darüber müssen wir. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, da ist das Fenster. So. Also die Taschen sind logischerweise garantiert. Das muss eigentlich dafür sein. Ich hoffe, es ist wirklich dafür. Haha, Fenster zum Rausgucken. So. Wahrscheinlich ist es eigentlich der Auswurf für einen Fallschirm oder so, aber ich finde es viel praktischer, wenn man aus dem Fenster gucken kann. Da habe ich nicht detailliert recherchiert. So, hier brauchen wir jetzt ein, ich sag mal, Service-Modul und das kann ruhig gleich schon mal ein bisschen länger sein und 100% Füllstand. So, und dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier unser 5 Ignition-Triebwerk, genau. Das ist das Beste, was wir momentan so für so eine Upper Stage haben. Das hat sage und schreibe eine Technologievariante, nämlich die 11D33. So, und die 11D33 hat eine Rated Burn Time von lalalala, 11D33 von 250 Sekunden. So.
Was seht ihr jetzt? Habe ich gar nicht geguckt, ob da oben schon Sprit drin ist. Ah, alles gut. Können wir wieder rückgängig machen. Zack. Alles ist gut. So, 250 Sekunden. Das heißt, wir packen hier jetzt mal ein bisschen Sprit rein. Und das ist ein Kerosintriebwerk. So. Das jetzt eine Burntime von 13 Minuten hat. Das ist ein bisschen arg viel, hä? Müssen wir vielleicht ein bisschen kürzer machen. Aber da können wir gleich noch was anderes dazwischen klemmen, nämlich einen Manövertriebwerktank. Also, wenn wir 250 Sekunden haben, dann können wir mal davon ausgehen. Also, wir werden auf jeden Fall 4 Minuten schaffen. 4 Minuten 10 ist der Rated Part. Vielleicht, ich lasse mal ein bisschen länger und nehm Sprit raus, sonst sieht das gar unförmig aus. Ja, ich gehe ganz knapp über. Ne, gehe ich über Rated drüber, es ist auch mehr Gewicht, ne? Ich gehe ganz knapp unterrated drunter, dass es auf jeden Fall hält. So, und jetzt machen wir noch einen kleinen. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Jengzhan, vielen Dank auch für deine Subscription. Auch der zweite Monat schon in Folge. Ich freue mich, dass ihr so treu dabei bleibt. Das ist schön zu sehen, dass es euch gefällt. So, und jetzt machen wir hier einen kleinen RCS-Tank dazwischen. Und zwar, damit ich, naja, was wohl, damit ich RCS haben kann. Und mit der Stage noch ein bisschen unterwegs sein kann, wenn da noch Sprit dran ist. Und das wäre dann wahrscheinlich auch ein Service-Modul, nehme ich mal ganz stark an. Muss aber nicht so lang sein, weil ganz so viel werden wir nicht brauchen. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Was ist heute los? Big Bo, vielen lieben Dank. Irgendwas verpasst? Ja, habe ich irgendwas verpasst? Ist eher so die Frage, was ist denn los bei euch? Also nicht, dass ich mich nicht freuen würde, aber um Himmels Willen. So, hatten wir schon eine Vostok 2? Ich glaube nicht. Wenn nicht, ist das jetzt Vostok 2 oder wir machen Vostok 2 nochmal. Also verpasst habt ihr noch nichts. Ich bin gerade noch am Basteln für unsere Rakete, so für die bemannte Mission. Und da ist auch gleich noch ein Follow vom Space Ace aufgeschlagen. Und noch eins von Laura Gomez Escobar. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir nehmen jetzt mal das Größte, was wir haben. 0007, 0028. Oder ich kaufe noch ein größeres. Ich kaufe noch ein größeres. Wir brauchen große dafür. Irgendwann müssen wir sie eh kaufen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wann sonst? So. Die tackern wir jetzt hier dran. So, und gucken mal, dass die auf Hydrazin stehen. Das tun sie. So gut, und dann kommt hier oben nämlich Hydrazin rein. Dann haben wir ein bisschen RCS-Kontrolle, um Lagekontrolle zu machen, weil das hier oben in dem Raumschiff drin ist grenzwertig, sage ich mal. Das ist nicht so richtig gut zu kontrollieren. Damit haben wir dann ein bisschen mehr Kontrolle und können vielleicht mit dem Triebwerk, mit den verbleibenden Zündungen noch ein bisschen was anstellen. So, what's next? Das müssen wir auf jeden Fall mal in eine vernünftige, Sojus-artige Farbe bringen. Irgendwas gut getarntes, damit die Amerikaner nicht sehen, was wir hier treiben oder so. So, und wir brauchen für mein Experiment auf jeden Fall Strom. Und da würde ich mal sagen, probieren wir jetzt mal die ausfahrbaren kleinen Dinger zu benutzen. Die würde ich aber fast noch nach innen reinbauen, ne? Geht das? Kann man die da attachen? Rein technisch scheint nichts dagegen zu sprechen. Ja, machen wir das doch. So, passt mal auf. Dann packen wir hier nämlich mal Solarpanels ran. Zack. Hübsch ist aber auch anders, ne? Obwohl, wir sind halt dran. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass die da nicht rausgucken. So. Das Drehen hat auch nicht so richtig gut funktioniert. So. Zack. Okay, das war auch nicht so gut. Ah, Basteleien. Immer diese Basteleien. Ich muss das irgendwo hinsetzen, wo das weiter innen ist.
Ich sehe gerade, die Vostok war nicht unbedingt dafür gemacht, Solarpanels zu haben. Mal gucken, ob wir das irgendwie konzeptionell vernünftig hinbekommen, so dass es nicht ein völliges Desaster wird. So. Thorsten aus Mainz, du musst einfach in den Einstellungen von automatisch umschalten auf die Auflösung, die du gerne hättest. Dann schwankt der auch nicht, weil sonst adaptiert er das immer an die Geschwindigkeit, die er gerade rauskriegt und also bei Twitch. Und wenn du darauf keine Lust hast, dann musst du einfach von automatisch oder Source umstellen auf die Auflösung, die du gerne hättest. Dann klappt es auch mit dem Stream-Qualität konstant halten. Und Doc Bourbon, vielen lieben Dank für dein Follow. Und wir gucken, ob wir das hier hin konzipiert bekommen. Also, ich könnte ja mal so tun. Die ein bisschen anspitzen. So. Zack. Und dann tüdeln wir die hier einfach ein bisschen rein. Ich hoffe, das stört sich nicht. So, jetzt liegen die ja relativ eng an. Und können sich auch extenden. Und das sieht sogar richtig stylisch aus. Guck mal. Also, es ist ja schon fast ein Sojus-Raumschiff. Nah dran. So, jetzt gucken wir mal, ob ich noch irgendwie die Verkleidung wieder zubekomme. Ohne mich körperlich dabei zu verletzen. Da ist das. Das ist das ohne Fenster. Dann kommt das dahin. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit den Solarpanelen funktioniert. Ist mein Krampf, dass er. Ah, schön ist anders, ne? Schön ist echt anders. Okay. Dann müssen wir es noch ein bisschen anders machen. Wir haben hier unten noch diese. Die Stelle. Das wäre jetzt die andere Variante. Dass wir einfach sagen, hier unten. Ah, da ist aber, da stecke ich noch in der Verkleidung drin, ne? Verdammte Axt, wo kriege ich diese Solarpaneele hin? Ja, es hilft gar nichts. Ich mache jetzt was ganz anderes. Pass auf. Das mache ich nicht. So. Machen wir ganz anders. Ich baue die an den Raketenkörper einfach ran. Das hat ein Fenster, ne? Ja. Zack. So. Erstmal auf richtige Höhe schieben. Schwupp. So, ein bisschen rotieren. Damit das alles gerade sitzt. Okay. So, wir machen das jetzt anders. Wir machen das so, dass wir diese Stromerzeugungsgeräte einfach. Das sieht aber nicht richtig gut aus, ne? Was ist hier los? Muss hier, glaube ich, nochmal ganz kurz was klären. So kann ich leider nicht in den Orbit fliegen, Freunde. So, das ist okay. Das ist nicht okay. Wo ist es da? Mittig drauf, bitte. Dankeschön. So. Und dann bitte die Vostok-Paneele nochmal ran. Das muss einmal ordentlich sein. Das muss einmal ordentlich sein. So. Sieht doch besser aus, oder? Ja. So ein kleiner Spalt ist ja okay, aber doch nicht, dass das hier einen Kilometer weit offen steht. Wir sind ja hier nicht bei den Hottentotten, wo jeder die Tür offen lassen kann. So. Dann einmal hier rum. In der Hoffnung, dass hier mein Fensterchen ist. Aber war es ja eben auch. So. Und hinauf damit. So. Zack. So, dann können wir nämlich den Part hier einfach wieder ranklippen. So, das war ja soweit in Ordnung. Dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir die Solarpaneele für unseren Langzeitversuch an die Zwischenstufe pappen. Da so. Wir haben halt noch keine echte Sojus. Muss man halt mit dem arbeiten, was man kriegen kann.
Da, wo die Lücke ist, ist die Tür. Das klingt logisch. Aber es gefällt mir trotzdem nicht. Das ist bestimmt die Tür hinter dem Guckloch. Die Tür hat bestimmt ein Guckloch. So, fertig. Habe ich jetzt einfach mal so definiert. Gut, also, wir haben 4 Minuten 8. Wir haben Dorn-Dings. Wir haben hier Hydrazin drin, hoffe ich. Steht das irgendwo? Nochmal ein bisschen expliziter. Ach, da stand es, ja. Alles klar. Da war es ja. So, wir haben da eine Menge Hydrazin, mit der wir manövrieren können. Jetzt müssen wir den Kram nur noch in Orbit bringen. So, und jetzt probiere ich mal dieses komische Ding, was Cookie immer meint, mit diesen Interstage-Fairing-Adaptern. Aber da steht without. Aber W-Strich ist doch without Deep Coupler, oder? Ich traue dem Frieden nicht. Aber es gibt einen Decoupler rein, ne? Ah. Decoupler? Ich glaube euch das irgendwie nicht. Aber warum macht denn der dann so komische Sachen? Ich meine, ja, der hat ja jetzt da riesen Abstand. Ah. So. So macht es ja auch keinen Sinn, ne? Die Engine abmachen und den Decoupler mit dem oberen Dings an die. Das macht alles keinen Sinn, was du erzählst, Cookie. Aber ich probiere es trotzdem aus. So. So. So, wie breit ist der Kram jetzt hier? 2,50. Dann bleiben wir mal bei 2,50. So. So? Das funktioniert doch nicht. Da fällt mir der Engine ab, wenn ich das mache. Das glaube ich nicht. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich das nicht, dass das so funktioniert. So. Na, ich hoffe mal, du hast recht mit dem, was du sagst. Aber wir machen ja zum Glück einen Testflug, sonst werte ich das hier als amerikanische Sabotage. So. Gut, haben wir das? Dann brauchen wir eine weitere Stage. Eine weitere Stage. Die darf gerne auch wieder 2,50 breit sein. Das ist wenigstens dann konsequent durchgezogen. So. Die Engine an den Tank. Ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest. Die Engine kann nicht an den Tank. Ach, Cookie. Die Engine kann nicht an den Tank. Da ist nichts, nichts zum Ankoppeln mehr, weil da das Interstage Fairing drauf ist. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich glaube, ich baue meinen Kram wieder so, wie ich den gebaut habe. Macht doch alles keinen Sinn, was du sagst. So. Ich gucke nochmal wegen dem Decoupling, aber irgendwie. Engine grob an den Tank machen. Nee. Ich mach die mittig an den Tank und fertig. So. Ich mach das wieder so genauso, wie ich es vorher gemacht habe, weil das ist mir irgendwie zu eigenartig. Das decoupelt dann nur wieder nicht. Der Schmodder. Das hat bisher funktioniert, wird auch wahrscheinlich jetzt wieder funktionieren. So. Zack. Also. 2,50.
250 und ein wenig mehr Höhe. Zack. So soll das ganz gut passen. So. Gut. Nächste Stage. 250 wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein als die Stage davor. Und wir benutzen, was benutzen wir denn da? Jetzt habe ich schon wieder verdrängt, was für ein Triebwerk da dran war. Ich glaube, da hatte ich immer das RD-105. Okay, das war in der 49 kN. Das war ja dieses Popeltriebwerk, was so ewig gedauert hat. Das ist mir ein bisschen zu klein. Da hätte ich gerne was mit ein bisschen mehr Bums. Aha, das sind unsere Außenbooster. So, ich habe aber mittlerweile noch ein paar mehr Proton-Sachen. R7. Aber so viele Proton-Sachen habe ich dann doch nicht, ne? Das ist ja quasi die gleiche Soße in Grün. Was nehmen wir denn da? Wir könnten natürlich einfach mal probieren, das RD-108 einzusetzen. Das hat ja eine relativ hohe Burn-Time. Verdammt. Welcher ist der richtige? Das ist der mit 64,1, okay. Ist das der mit 62,74? Gut. Minute 37 ist fast ein bisschen wenig, ne? Das Ding kann richtig lange brennen, wenn mich nicht alles täuscht. Zip, 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 zip. Das wird mir zu hoch. Das wird mir zu hoch. Da brauche ich irgendwas bisschen knackigeres. Wir können natürlich einfach mal probieren, die gleiche Engine nochmal zu recyceln. Mal gucken, was dann passiert. Zack. So, jetzt muss das hier raus. Und dann gibt es da UDMH rein. So, die Engine ist rated für eine Burntime von. Also, wir haben die 253, tatsächlich auch die banale 253. Und die 253 ist rated für 148 Sekunden, also 2 Minuten 28. Das heißt, da geht noch ein bisschen was, aber nicht mehr besonders viel. Auch schon mehr so lang, ne? Das wird aber eine längliche Rakete. Das müssen wir gleich mal gucken, ob das noch eine gute Idee ist. Oder ob wir uns dann lieber was anderes überlegen. Ich ziehe es jetzt erstmal kurz durch. Mach mal bitte ohne Shroud. Gibt es das auch ohne Shroud? Warum ist da jetzt ein Shroud drumherum? Ich habe da noch gar keine Second Stage Proton Engine. Oder habe ich sie übersehen? Ach, guck mal. Second Stage Proton. Ja, habe ich sie tatsächlich übersehen. Danke für den Hinweis, Cookie. Was hat die? 500. Oh, 500 und ein bisschen klingt gut. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Second Stage. Zack. Hm.
Third Stage lassen wir erstmal noch weg. Okay, gucken wir uns die mal genauer an. Also, davon gibt es auch nur die Variante. Und die hat eine Rated Burn Time von 238 Sekunden. Das ist gar nicht mal so lange. Zack, das macht es dann auch ein bisschen kürzer. 238 Sekunden sind nicht ganz 4 Minuten. Genau genommen sind es nämlich 3 Minuten 58. Swiften, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ja, Cleams, vielen lieben Dank. 3 Monate. Vierteljahr quasi. Viel Spaß weiterhin. So, machen wir das auch mal grün, aus Prinzip. Gut, also, dann haben wir hier unsere Upper Stage Geschichte. So, und jetzt kommt der witzige Part, den ich jetzt mal ein bisschen anders bauen möchte. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir das alles so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich versagt die Second Stage Engine. Ja, das ist gar nicht so komplett unwahrscheinlich. Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Warum hatten die keinen Adapter? Gibt's da irgendwas Spezialistisches? Ach Gottchen. Irgendwie funktioniert das nicht. Hä? Sie ist freigeschaltet? Was meinst du damit, ist freigeschaltet? Ach Mensch, das ist wahrscheinlich einfach die falsche. Tja, so ist das, wenn man so viele Engines hat. Dann ist die wahrscheinlich einfach buggy. Und die hier sieht gut aus. Ah, die hatte ich aber auch schon mal, oder? Die hatte ich auch schon. Oh ja, die hat auch schon richtig Daten drauf. Wann habe ich die denn benutzt? Naja, irgendwo habe ich sie wohl schon mal benutzt. Ist ja auch egal. So, ist vom Rating her aber gleich, ne? 238 Sekunden, jawohl. So, dann können wir hier noch minimal mehr gehen. So. Und wir machen mal das Shroud off. Das sieht sonst nämlich irgendwie kacke aus. So. Warum? Warum tut er das? Kann ich ihm das irgendwie abgewöhnen? Das sieht doch nicht aus. Ah, da. Shroud. Noch ein Shroud. So, Payload. Gut. Jetzt gleiches Spiel nochmal. Ob er es schafft, in der ersten Stunde noch eine Rakete zu starten, könnte knapp werden. Aber ihr wisst ja, bauen ist das halbe Leben. Aber vielleicht schaffe ich es, eine Simulation zu starten. Sagen wir es mal so. Zack. 2,50 Meter und 2,50 Meter Höhe, bisschen mehr so die Richtung, eher so 3 Meter, sieht ganz gut aus. So, Max Size 2,50 Meter, ich glaube, ah, wir können sie unten ein bisschen breiter machen. Gehen mal so an die 3 Meter ran und machen sie mal ein bisschen höher. Ne, das war nicht, was ich höher machen wollte. Extra Head, was ist das? Ne. Kann man das so machen? Gibt natürlich ein bisschen extra Höhe, aber ne, das ist auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Schade. Das hat jetzt gar nicht funktioniert. Komm schon. So. Gut, bleiben wir mal dabei. Dann wird es halt an der Stelle ein bisschen schneller dick. Das ist auch okay. Also, jetzt kommt 3 Meter Breite. Und ich weiß es nicht. Wir machen mal erstmal für den ersten Anlauf
15 Meter und gucken mal, wie das so funktioniert. So, jetzt brauchen wir. Booster-Tanks. Also jetzt kommen die Booster außen ran. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir unser Proton-Triebwerk nehmen. Zack. Größentechnisch passt das ran. Das ist doch schon mal gut. So. Und jetzt machen wir die hier. Wenn der Haupttank 15 Meter ist, machen wir die hier mal so 12 Meter lang. Das aus. Ja, das kann man machen. So. Cookie, du musst einfach nichts sagen, wenn du das nicht möchtest. So, zack. So, dann brauchen wir einmal die Aerodynamics. Auch mal 1,50 Meter. 50. Und die machen wir ein bisschen länger. Auch so 1,50. Und die machen wir spitz zulaufend. Eher so, würde ich sagen. Und in wunderschönem Sojus-Grün. Und dann rotieren wir die ganz leicht nach innen. Und ziehen sie ein wenig runter und ein bisschen rüber. Das ist nur für die Optik, um dieses leicht nach innen gerichtete hinzubekommen. Das war es aber noch nicht so. So, mal gucken, wenn wir die hier auch grün machen. Ob das hinhaut. Jawohl. Okay. Gut. Jetzt müssen wir das Ding aber nehmen. Und mit. Gute Frage. Das muss dann das untere sein. Dem hier füllen. So. Damit haben wir jetzt 40,8 Sekunden. Das ist ganz cool. Das reicht nämlich bei weitem nicht. Und dafür kommt ja der mittlere Tank noch ins Spiel. Achso, man muss vielleicht auch noch einen Tank draus machen, ne? Fuselage unten nochmal rein. So, und das nehmen wir jetzt. Und machen da eine Sechser-Konfiguration draus. Oh, sogar relativ gut erwischt von der Höhe her. Denn schon so Fuel Pipes? Nee, ne? Ah, ärgerlich. Okay. Dann muss ich da noch was dazwischen bauen. Leider. Struktural Coupling. Läuft wohl auf Coupling hinaus. Enable Crossfeed, Disable Staging. So, das sind jetzt reine Halteelemente. So, den wollen wir jetzt sechsmal haben, weil ich muss ein Crossfeed hinbekommen, damit ich den mittleren Tank anzapfen kann. So. Und wenn ich jetzt hier. Jawohl. Sehr schön, das funktioniert.
Also er rechnet es mir zumindest aus. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie viel Brennzeit wir aus den Dingern rausbekommen. Die haben eine Brennzeit von, was hatte ich vorhin gesagt? 148. Also 2 Minuten und 28? Ja. 2 Minuten 28. Das heißt, da geht prinzipiell noch was. Ich glaube, der einfachste Weg wäre jetzt zu sagen, wir machen die ein bisschen fetter. Das ist nicht der einfachste Weg. Aber es ist ein Weg. Ja. Nope, das machen wir, glaube ich, so nicht. Ah, nein, nicht alles, oder? Was hat denn jetzt alles rückgängig gemacht? Ach, Freunde, ich trinke jetzt erstmal was. Also, eigentlich werden die abgesprengt. Also bei den alten Varianten. In der neueren Variante jetzt, in der Proton-Variante, ist die komplette untere Stage, in einem Stück und wird dann komplett abgesprengt. So, aber was wir jetzt schon mal gelernt haben, ist, die Stage hier kann ein bisschen breiter nochmal. Ich würde jetzt mal auf 340 gehen. Wir brauchen nämlich doch deutlich mehr, also wir brauchen mehr Sprit, um die Triebwerke auch auszureizen. Und ich würde ihr nochmal einen Meter mehr geben. Und eine komplette Befüllung. So, jetzt nochmal knapp von vorn. Aber zum Glück nicht alles. So, also. Wir nehmen hier so einen Adapter hin. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, ich glaube, 2 Meter können wir da mal mit gutem Gewissen machen, oder? Bei der Dicke. Sollten wir mal probieren. So, und dann gehen wir 12 Meter in die Länge. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und wir machen einen Fuselage draus und ein Triebwerk dran. Zack. Da sind die Shorts auch egal. So, das kommt aus dem Staging raus und kriegt ein Crossfeed rein. So. Längentechnisch. Ach, geben wir ihm noch einen Meter mehr. Ist auch egal. So, dann kriegt er sein aerodynamisches Hütchen oben drauf. Und das biegen wir ihm ein bisschen wieder zurecht. Obwohl, wir können sie auch so lassen, ehrlich gesagt. Das schadet ja nichts. Sie können ja ruhig so nach oben zeigen. Hauptsache, sie sind grün. So, ich lasse sie jetzt mal gerade. Falsche Richtung. Sojusgrün. Hervorragend. So, dann kommt hier Treibstoff rein. Und dann kommt das Ding hier, nein. Das Ding hier. Sechsmal ran an die Kiste. So. Zack. Zwei 25, was haben wir gesagt? Zwei irgendwas mit den 20ern war es. 2,28. Wir sind ziemlich nah dran. Sie ist rated für 2,28. Wir sind bei 2,25. Wir sind bei 100% Füllstand. Das heißt, wir machen es jetzt ein Müh noch länger. Weil die möchte ich auch wirklich ausreizen. Tada! So. Und damit haben wir jetzt eine prototypische frühe Proton-Variante. Bin ich gerade an Grün vorbei? Ja. So, die müssen wir jetzt noch mal ein bisschen rein verschieben.
Die ganze Kiste, damit das ordentlich aussieht. Jawohl. So. Sieht doch gar nicht so übel aus. Dann machen wir hier noch ein paar Fins ran. So. Einmal so. Gucken, wie das mit den gekippten Hütchen aussieht. Ich finde es auch ein bisschen zu straight. Außerdem hat sich ja unser gekipptes Hütchen-Ding bewährt. So. Ist gleich ein bisschen russischer, ne? Oh nein, ich glaube, ich habe einen toten Pixel auf meinem Monitor. Oder seht ihr das im Spiel auch? Es ist unter meiner Maus. Das seht ihr im Spiel auch, oder? Ein Grafikbug. Oh, kein toter Pixel. Wäre auch ein sehr großer Pixel. Oh. Okay. 10.000 Delta V reicht noch nicht, um zum Mond zu fliegen, aber es reicht auf jeden Fall ziemlich locker, um im ziemlich locker, um in den Orbit zu kommen. Ein bisschen verschieben müssen wir sie noch. Ganz bisschen zu hoch sind sie mir noch. Jawohl. Okay. Vielleicht ist der Pixel bei euch allen tot. Ich habe euch den übertragen. Das wäre total fürchterlich, wenn es so wäre, oder? So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Starthilfe. Zack, zack. Wo sind sie, meine geliebten Launch Towers? Da. Die machen wir schön seitlich ran. Und die werden natürlich auch wieder alle eingeschaltet. So, dann brauchen wir noch Verkleidung an den Zwischensequenzen und einmal ein sauberes Staging. Und dann können wir mal einen Testflug mit dem Teil machen. Weil theoretisch müsste das ganz gut vorwärts gehen. So, jetzt können wir mal. Ach nee, die Proton-Verkleidung war die gebackte. Ich nehme mir so eine gute Atlas-Verkleidung. Die Amis, Optik können die Amis. So. Und Unknown, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ich hätte aber gern hier nur zwei Fairing Notes. Dankeschön. So. Zack. Gar nicht so hübsch, ne? Ticket. Besser. Sehr, sehr, sehr viel besser. Jetzt muss ich nur noch das Fairing-Ding hier treffen. Das ist nicht. Ich hätte gern das. Das da. Genau das wollte ich haben. So. Jetzt ist nur noch die obere Kante irgendwie in den Griff bekommen. So. Wird doch ein Schuh draus. So, und jetzt das gleiche Spiel nochmal. Echt auch vier. Ich will nicht vier, ich will zwei. Zack. So. Schick, oder? So geht das doch. Ist jetzt ein bisschen improvisiert, aber ich glaube, das kann man als Rakete gelten lassen. Hätte vier einen Vorteil, naja, sind halt mehr Stücke, die in mehr Richtungen wegfliegen oder so. Ich weiß es nicht. Ich mag zwei einfach. Ich finde das optisch schön.
Ja, tatsächlich noch nie so sehr in den Kopf gemacht, was das bedeutet. Gut, also, wir haben sechs Triebwerke. Wir haben unsere Decoupler. Dann kommt diese Etage hier. Kombiniert mit diesem. Kombiniert mit. Ist da sonst nichts mehr drin? Doch. Aufmachen. Wegsprengen. Fair enough. Dann können wir eigentlich auch das Triebwerk anmachen. So. Dann kommt das. Was ist das hier? Oh, das gehört da noch hin. So. Dann kommt das. Das. Und das. Zusammen mit anmachen. Check. So. Dann sind wir auf der Stage hier. Dann können wir eigentlich auch die Dinger anmachen. So, das ist jetzt hier unser zwei nacheinander. Das können wir eigentlich, nachdem das hier gemacht worden ist, können wir das Fairing aufmachen. Zack, und dann gibt es irgendwann noch die Abkopplung, das zünden. Das ist ganz zum Schluss. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss brauchen wir vielleicht auch einen Fallschirm. So. Eigentlich werden Interstage Frames nicht abgesprengt. Bei mir werden die abgesprengt. Punkt. So. Eigentlich werden die aufgemacht und bla, aber. Nö. Es ist ja ein Interstage Fairing, aber es funktioniert einfach nicht. Ich hasse Interstage Fairings. So. Gut. Das ist jetzt zu. Und wir starten jetzt mal eine kurze Simulation von dem Hobel, um einfach mal zu gucken, ob es uns den um die Ohren schlägt. Ich warte mal ganz kurz nochmal hier. Einmal noch gucken. Es passt. Das hat man mit Absicht nicht voll gemacht, um die Burn-Time nicht zu überschreiten. Gut. Also, Simulation und wir sind bei 54 Minuten und wir starten sowas ähnliches wie eine Rakete. Also, ich bin deutlich unter einer Stunde. Ha! Bis zum simulierten Raketenstart. Niemand kann mich aufhalten. So, mal gucken, was alles auseinanderbricht. Wo soll das Ding hinfliegen? In den Erdorbit tatsächlich. Immerhin in den Erdorbit. So. Wir warten auf das Laden und schauen mal, was passiert. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Also die Triebwerke, die ich unten dran habe, haben mittlerweile, ich glaube, 10.000 Datenpunkte am Start. Die anderen Triebwerke habe ich auch schon das ein oder andere Mal benutzt. Guck mal, also die sind voll ausgereizt. Das ist relativ weit ausgereizt. Das ist auch relativ weit ausgereizt. Also da geht eigentlich nicht mehr viel. So, wie gesagt, ist jetzt nur ein kleines Forschungsprojekt oder nur eine Simulation. Das heißt, wir machen jetzt mal an den ganzen Kram. Klingt schon mal so. Ist ein bisschen laut auf dem Kopfhörer. Alter Vater. So. Starten tut's auch. Das sieht gut aus. Schwer ist die Fracht? Die Fracht wiegt 5,6 Tonnen oder sowas, die komplette Vostok-Raumfähre. Um und bei. So. Das sieht alles ganz gut aus. Steuern lässt es sich auch relativ gut. Bin ich doch mal recht unbesorgt. Ich kann ja mal näher ran. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hören könnt. Ich kann mich selber kommen. Oh Gott. Sie ist laut. Sie ist auf jeden Fall geil laut. Das hat was. Okay. Das sieht alles in allem relativ okayisch aus. So, ich mache jetzt einmal den Flug bis zur Separation auf Stufe 2. Um zu gucken, ob wir das sauber hinbekommen. Wenn das soweit sauber funktioniert, würde ich die Simulation mal als ist okay werten. Haben wir schon 11.000 irgendwas für die Simulation ausgegeben? Oh, jetzt habe ich sie überreizt. Jetzt habe ich sie gerade überreizt, weil ich nicht hingeguckt habe. Okay, das ist nicht gut. Ist aber auch egal. Wir brechen die Simulation jetzt hier ab und ich werde sie auch nicht nochmal starten.
Also das war jetzt mein Fehler. Das ist verständlich. Wie gesagt, keine Sorge um Juri. Das war Pilotenfehler, weil ich auf die Simulationskosten geguckt habe und geschockt war. So. Das testen wir nicht nochmal, weil es hat gerade 11.000 gekostet. Ein neuer Carbonaut kostet 10.000. Einfaches Effizienzdenken. So, den Spaß zu bauen. Was ist das hier schon wieder für eine hässliche Farbe? Wie passiert denn sowas? Ist das irgendwie reverted worden? Das hatte ich doch anders gemacht. So, nochmal speichern. Zack, zack, zack. So. Genau, so. Staging ist auch komplett durcheinander. Was ist denn hier los? Das ist doch Sabotage. Cookie. Wer macht denn sowas? Ihr seid meine Zeugen, dass ich das eben alles sortiert hatte, ne? Ich bin nicht begeistert. Ich bin überhaupt nicht begeistert. So. Das kommt hier hin nacheinander. Was ist denn da los, dass hier mein Staging... Das erinnert mich unbedingt, dass ich das beim Start nochmal nachgucke. Das wäre echt eine bittere Nummer, wenn er das nochmal zerhaut. Also speichern, speichern, speichern. Immer dreimal drücken, das ist ein ganz wichtiger Trick in der Raumfahrt. So, jetzt gehen wir das in Bau. Starten werden wir es jetzt nicht sofort, weil jetzt kommen ja ein paar andere Manöver auf uns zu. Denn in, ich glaube, knapp 30 Tagen ist unsere Injection in Richtung Mars. Genau, 37 Tage, sehe ich es gerade. In Richtung Mars-Startfenster. Währenddessen kann aber der Bau der Rakete schon mal laufen. Dann kostet uns das nicht ganz so viel Zeit. Also die Vostok baut. Das ist schön. Da können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir ein paar Verträge noch annehmen können. So, und wir zeitraffern uns jetzt mal. Das Ganze mal completen. Zack. Kill Warp and Message, ne? Okay, wir warpen dann per Hand dahin. Also, jetzt ist unser Launchpad wieder fit. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. 77 Tage übrigens noch bis May Mature Orbital Rocketry. Ich muss das Wort üben. So, jetzt machen wir gleich ein paar Mal Hell-Dunkel, Hell-Dunkel. Das alte Hell-Dunkel-Spiel. Und dann gehen wir gleich zur Mars 2. Um dort unser Manöver vorzubereiten, das hoffentlich gleich in einem sehr angenehmen Delta-V-Fenster liegt. Warten, warten, warten. Die Hälfte seines Lebens wartet der Kosmonaut vergebens oder irgendwie so ähnlich. Aber gleich haben wir es. So, ich gehe schon mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Na gut, vielleicht können wir noch ein bisschen schnell machen. So. Ich gehe mal so eine Stunde oder so vor dem Manöver hin, dass wir nochmal letzte Systemchecks durchführen können. Und dann können wir uns immer noch ran zeitraffern. Zeitraffer ein bisschen runter. Ah! Stunden noch. Jetzt wird's spannend. Ich bin gespannt, ob wir es auch noch wirklich schaffen, die zweite Mars-Sonde tatsächlich auf den Weg zu bekommen. Also ich meine, da kann ja immer noch sonst was passieren. Triebwerksausfall oder sowas. Also bisher ist sie ja nur im Erdorbit. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die Mars 1 ist übrigens mittlerweile da so, also die ist sogar schon richtig gut unterwegs, hat aber eine stabile Funkverbindung, wie es scheint. Und ich glaube, die Mars 1 Probe können wir mal löschen, das ist eh nur
Weltraumschrott, würde man das wohl nennen. So. Mars 2. Des Marsens zweiter Anlauf. Jetzt wird's spannend. Wenn das noch klappt, wäre natürlich sehr, sehr cool, weil dann würde ich mit der Probe tatsächlich versuchen, falls wir über das gute Startfenster einen schönen Anflug hinbekommen, also noch ein bisschen mehr Sprit haben, einen stärker Polar aus, also einen wirklichen Polarorbit zu erreichen, sodass wir am Mars alle Biome abgrasen könnten. Zumindest. Okay, 3953, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Ich glaube, wir hatten 3903 oder irgendwie sowas angepeilt. Oder irgendwie so in dem Dreh zumindest. Wir haben noch 6139, das heißt, das lässt uns zurück mit einem gewissen Spielraum und sogar noch 1000 Delta V in dieser Stufe, wenn es vernünftig klappt. Wenn es vernünftig klappt. Und durch diese leicht angenehme Rotation, die leider in die falsche Richtung geht, sehe ich gerade. Da müssen wir mal gucken, wo das in der Stunde ist. Haben wir sogar noch die Möglichkeit, wahrscheinlich. Okay, die machen wir jetzt erstmal an, dass wir überhaupt eine Möglichkeit haben. Enabled. Enabled. Und enabled. So, damit können wir dann zumindest mal Kontrolle ausüben. Stromtechnisch sieht es gut aus. Also unser Spin ist nicht zu schnell. Die Kiste kommt mit dem Tracking hinterher. Gut, das heißt, wir gehen jetzt mal an das Manöver ran und gucken mal, wo es eigentlich hingehen soll in der Stunde. So, Burntime müsste irgendwie bei so um und bei 3 Minuten 30 liegen. Ungefähr. Das heißt, wir sollten so, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten vor dem Manöver mit unserer Ausrichtung beginnen. So, noch eine kleine Runde um die Erde rum. Quasi nochmal der letzte Dreh. Da hinten ist der Mond unterwegs. Und dann geht's auch schon los. Hoffentlich. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, wie ich sehe, ist unser Manöver in einer leicht anderen Richtung. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Aber wir dürfen auch nicht zu viel Spin verlieren, denn unser Propellant soll natürlich halbwegs stable bleiben. Also ein bisschen Spin schadet uns nicht. So. Okay, der wird uns dann auch gerade ziehen. Ich kann dann zünden und steuern, da spricht eigentlich nichts dagegen. Ich will nur gucken, ich müsste auf Vollschub vorher schon gehen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe meinen Schlachtplan soweit am Start. Ich gehe jetzt nur noch mal näher ans Manöver ran. So, 9 Minuten Check und wir haben einen Spin, der uns. Eine Minute 50 kostet. Okay, das heißt, nach der Rotation sollten wir langsam wahrscheinlich. In was für einen komischen Winkel fliegen wir denn da raus? Na, wenn das mal gut geht. Wir fliegen ja quasi direkt. Nee, fliegen wir nicht, oder? Wir drehen uns noch. Ja, okay, wir fliegen Prograde halbwegs. Ich weiß, es ist für euch gerade ziemlich finster. Okay, wir haben 1:50 gesagt für eine Rotation. Wir sind jetzt bei 5 Minuten und ein bisschen. Das heißt, ich lasse ihn eine Rotation noch machen.
dann dürften wir ganz gut am Start sein. Vom Zeitfenster her. Okay. Also. Propellant ist. Komm schon, risky. Stabilisier dich. Stable. Jawohl. Okay. Wir bereiten die Zündung vor. Dann kommt auch gleich Licht, keine Sorge. Vollschub liegt an. Und wir haben, very stable, haben. Ignition. Sehr schön. Das hat doch mal geklappt. Ich gehe sofort mal aufs Manöver drauf. Okay, wir sind unterwegs in Richtung Mars, hoffe ich. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das ist das Licht, was ihr bekommt. Eine kleine Kerze im dunklen Weltall, nur für euch. Und ihr seid dabei, live dabei, wie unsere Mars-2-Sonde. Mit hoffentlich nicht allzu vielen Manöverfehlern meinerseits. In Richtung Mars abdüst. So, das konnte man über SmartS auch noch irgendwie auf Target umstellen. So, jetzt ist er hoffentlich sauber auf dem Target Pro Grade eingeloggt. Da muss ich mich nämlich schon mal nur noch auf den Speed konzentrieren, also auf den Schub. Gut, wir sind unterwegs, wir sind unterwegs. Jetzt heißt es nur noch hoffen, beten, Finger kreuzen, Daumen drücken, im Kreis springen, den Namen tanzen, was auch immer euch so hilft, um euch selbst Glück zu bringen. Dass dieses Triebwerk einfach so lange wie möglich durchhält. Und wir können schon mal derweil. Ne, das machen wir gleich, sobald der Burn durch ist. Wir können dann schon mal uns mit der Antenne beschäftigen. Aber wie gesagt, machen wir gleich, wenn der Burn durch ist. Ich versuche das Ding jetzt hier so exakt wie möglich hinzubekommen. Und dann lassen wir MechJab noch eine Kurskorrektur vorschlagen, um einen möglichst guten Vorbeiflug am Mars zu bekommen. Jetzt wollte ich gerade Duna sagen. Soweit ist es schon. Mein Kerbal Space Program geprägtes Gehirn will schon Duna sagen. Okay, die Periapsis sieht auch gut aus, dass wir die nicht zu tief drücken. Wir gehen ganz schön knapp an der Atmosphäre vorbei, aber wird alles gut gehen. Wir haben noch 2600 Delta V zu bewältigen, um uns in Richtung Mars rauszuschwingen. Haben jetzt eine 10.000 Kilometer. Müsste. 10.000 Kilometer hohe Apoapsis erreicht. Also ist noch nicht so gigantisch, aber die baut sich jetzt natürlich weiter auf. Und Senfsoße, gute Nacht dir. Viel Spaß dann beim Wiederholung oder Aufzeichnung gucken, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ich hoffe mal, dass das Ding hier durchbrennt im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht im schlechten wahrsten Sinne des Wortes, sondern die gesamte Dauer des Manövers durchbrennt. Wie gesagt, eigentlich ist alles nicht auf Kante gebaut und wir haben gute Erfahrungswerte auf dem Triebwerk. Genau genommen nämlich immerhin schon 6800. Thank you. 6800 Data Points. Drastisch steigend durch Benutzung. Und ich hoffe mal, dass die uns heute Glück bringen auf dem Weg in Richtung Mars. So, wir sind jetzt am Steigen. Wir sind über den toten Punkt drüber. Ab jetzt wird es nur noch höher und jetzt entfernen wir uns auch von der Erde. So, und jetzt gutes Timing irgendwie treffen, das Triebwerk abzuschalten. Das wird natürlich wieder ziemlich hässlich, weil wir hinten raus wieder so viel Schub aufbauen. Und irgendwie hält er auch den Target Prograde nicht mehr so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, nein, 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 off. 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 Oh, fuck. Jetzt habe ich es aber richtig versaut. Ah, völliger Kontrollverlust. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hat uns gerade wahrscheinlich ein bisschen Dings gekostet. Und dadurch, dass meine Maus über dem SmartS drauf war. Okay. Das war nicht so schön. Das wird auch kein Mars-Rendezvous sein erstmal.
Aber wir sind auf dem Anflug und müssen das jetzt nochmal korrigieren. Ja, das reicht nicht ganz. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das nachkorrigieren. Ja, ich war auf dem falschen drauf. Manöverplaner. So. Wir wollen immer noch zum Mars. Der ist auch als Target gesetzt. Und wir wollen Fine-Tune Closest Approach to Target auf gerne 100, 200 Kilometer. Lass uns das mal kurz abhaken. Maybe extreme. Und dann Plotting Course Correction. Okay, das will er erstmal nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das korrigiert bekommen. So gut wie es geht. So, das ist very unstable. Das ist nicht gut. So, wir gucken jetzt mal, wie weit wir uns hier ranwagen können. Aber je mehr ich mich drehe, umso schneller bewegt er sich, oder was? Das ist ja witzig. Okay, das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Dann müssen wir jetzt mal eine manuelle Korrektur planen. An der Stelle, wo wir raus sind. Das heißt hier irgendwo. So. Ejection ist in 2 Tagen 10 Stunden, 2 Tagen 13 Stunden. So, jetzt wollen wir dieses Manöver einfach ein wenig stretchen, in der Hoffnung, dass wir den Mars treffen. Wie abgefahren schief ist das denn gegangen? Ah, das ist Kacke. Können wir irgendwie meinst du? Ja, wir können es ja jetzt probieren. Also ich meine, besonders viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht. Ich muss, glaube ich, eh erstmal aus dem Erdorbit raus oder Erdeinflussbereich, um das sauber zu planen. Aber ich glaube, ich bin echt stark abgewichen. Also wirklich stark abgewichen. So. Aber es ist zum Glück ja nur die Sekundärsonde. Die brave Sonde ist ja schon auf dem Weg. Gut. Gut. Also haben wir daraus gelernt, nicht mit Smart-S rumspielen, während man in der Gegend rumfliegt. So, was sagt unsere lustige, brave Uhr? Die sagt, alles ist voll okay. Wir können uns 2 Tage nach vorne wagen. Dann wagen wir uns doch mal 2 Tage nach vorne. So, huch, warum dreht er denn jetzt so komisch mit? Dort verschwindet langsam aber sicher die Erde und bei mir verschwindet noch ein bisschen Fassbrause. Ja, ich muss nur den richtigen Button drücken, genau, aber wenn man den falschen Button drückt, ist das nicht gut. So. Gut. Antenne ist ja aktiv, das heißt, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Und wir haben die nächsten 40 Tage quasi auch nichts vor.
Da ist übrigens der Mond noch ein bisschen zu sehen. Gut, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, damit wir da auch hinkommen. So, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie eine Kurskorrektur hinkriegen in einem akzeptablen Limit. Sowas wie 599 maximal könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, wir sind jetzt auf einer Sonnenumlaufbahn. Also, probieren wir erstmal das Feintune Closest Approach. Alter Verwalter, das ist nicht so, was ich mir vorgestellt habe. Nein. Oh, 7000. Echt jetzt? Aber ich bin echt gut abgekommen, ne? Wenn ich gucke, wo die andere Probe hinfliegt, die macht hier irgendwo ihr Manöver. Ich müsste halt quasi das darüber verlegen. Das ist das Problem. Und das ist so teuer. Damit ich irgendwie noch einen Stich sehe. Das sind 2100. Das ist ganz offensichtlich zu wenig. Ja, die Abweichung war genau im kritischen Moment, als ich am meisten Schub hatte. Das ist dann natürlich nicht so brillant. Wo können wir ihm das nochmal austreiben? Also, ich komme jetzt hier raus. Wenn ich einfach nur ein bisschen Gas gebe, dann werde ich wahrscheinlich nicht so besonders viel davon haben. So. Also, wenn ich einfach nur Gas gebe, dann treffe ich zwar die Marsbahn. Aber mein closest approach ist dann nicht unbedingt close, ne? Na, wann kommt er? Da hinten. Das ist mein closest approach. Das wäre echt traurig. So. Hier kreuzt er sich, das heißt, er wird hier rüber gehen. Ah, ich glaube, das habe ich echt versaut. Da wird auch nichts mehr zu retten sein. Also glaube ich zumindest nicht. Da ist zu viel Delta V in die falsche Richtung rausgeblasen worden. In einem relativ kritischen Moment des Manövers. Als dass da noch besonders viel zu holen ist. Also gehen wir davon aus, ich blase 1000 Delta V in die Richtung raus. Zack. Dann haben wir unsere APU-APSIS da drüben und dann blase ich nochmal 1000 Delta V in den Prograde raus. Okay. Ba, 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 ba. Dann habe ich bei 1200, Moment, 1280 einen Encounter, das gar nicht so schlecht aussieht. Könnte vielleicht 5 Flyby reichen. Da bin ich. Target ist da. Das heißt, ich bin zu spät da. Das heißt, ich muss radial runtergehen, oder? Ja. Stopp.
So. Es ist zumindest noch ein Vorbeiflug machbar. Und der ist gar nicht. Also der ist nicht billig, aber der ist auch nicht so teuer. So. So, jetzt müssen wir mal kurz uns den Mars genauer angucken. Focus View auf den Mars. Wo kommen wir denn lang? Wir kommen eh schon ganz cool von oben rein, oder? So, dann gehen wir doch mal über die Polarkappe drüber, würde ich sagen. Wenn wir schon mal da sind. So, kriegen wir das jetzt irgendwie hingezwirbelt? Oh ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, wir sind bei 1100 und ein bisschen. Delta V. Und 1800 habe ich theoretisch, wenn ich nicht noch mal so einen Stunt abliefere. Ich muss mal die Alarmglocke kurz ausmachen. Das ist, ich wundere mich, was da immer für Overlays kommen. Zack, zack, zack. Schön. Ist doch alles gar nicht so schlecht. So. Ja, das hätte ja mehr in die Hose gehen. Also, nee, viel mehr hätte es nicht in die Hose gehen dürfen, aber man kann da noch was draus machen. Und dann bleiben sogar noch ein paar Delta V übrig, um spaßige Dinge zu tun. Sowas wie Kurskorrekturen oder so. Jetzt bringen wir es mal. Oh, jetzt sind wir genau über den Nordpol gekippt gerade. Glaube ich, ja. Wir ziehen uns jetzt mal richtig sauber auf den Nordpol rein. So. Jawohl. Okay, einfach nur weil es geht. Dann haben wir theoretisch abzüglich einiger Verluste für RCS noch so um und bei 600 Delta V. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Was heißt denn hier Winterglück? Könnt ihr mal akzeptieren, dass ich gut bin in Manöverplanung? Nein, das könnt ihr nicht, ne? So, alles klar, das nehmen wir so. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir dort sind und wir würden von dort aus bremsen wollen, so dass es zumindest gerade noch so, also wir werden so um und bei noch 600 Delta V zur Verfügung haben, aber ich ziehe schon zu lange an dem Button gefühlt. Okay. Wären das. Aber ich wäre natürlich nicht ich. Wenn ich nicht sagen würde, was würde Winter tun? Winter würde natürlich einen Aerobreak machen. Ich meine das völlig ernst. Also, die atmosphärische Höhe beträgt 125 Kilometer. Wir können natürlich einfach mal cool sein und bei ungefähr, ich eyeball das mal,
95 Kilometer, sage ich jetzt mal, einen Aerobrake reinlegen. Einfach nur, weil es geht. So, in der Hoffnung, dass wir es überleben, weil sonst fliegen wir eh dran vorbei. Und wir könnten Funkdaten aus der Mars... Oh, das war es dann aber auch wahrscheinlich für meine Antenne, wenn wir gerade überlegen. Aber ist egal. Marsatmosphäre ist dünn. Was soll schon passieren? Im Zweifelsfall verlieren wir die Sekundärprobe. Das heißt, wir senken uns auf... Na, das war ein bisschen viel des Guten. Okay. 115... Muss nach 115 denn sofort. Den Rest machen wir dann mit RCS oder sowas. Ja. Geht das irgendwie ein bisschen weniger brutal? So, 109. 109 und den Rest machen wir mit RCS. So, das ist mein Plan. Zumindest. Jetzt kommt natürlich wieder der spannende Part. Die ganze Kiste aus der Rotation rausbekommen oder die Rotation in eine Richtung lenken, mit der ich arbeiten kann. So. Also, wir werden einem Probe in ein Aerobrake-Manöver mit dem Mars lenken. Wie cool klingt das denn? Gut, ein Hitzeschild wäre natürlich eine super Idee gewesen, aber jetzt mal rein von der... rein vom Coolness-Faktor her. Es ist doch super, oder? Für einen kurzen Moment. Mal gucken, was geht. Vielleicht geht ja auch gar nichts. Dann ist das halt so. So. Gut. In der Theorie ist das sogar schon wieder very stable. Das heißt, ich muss dann nur hämmern. Und jetzt muss ich, jetzt gucke ich nochmal. Note muss man drücken, ne? Nicht irgendwelchen anderen Firlefanz. Mann, ich bin so schlecht. Also mit MechJab bin ich echt schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Okay. RCS aus. Zeitraffer an. So, wir holen uns mal hier so ran. Ich werde einen Teil davon brennen müssen mit meinem Sekundärtriebwerk. Das heißt, wir werden nicht auf 30 Sekunden rangehen. Sondern auf sowas wie 3 Minuten. Und dann die Rotation nutzen. So, ich hole ihn jetzt schon mal raus, dass ich das Triebwerk stabilisieren kann. Also, ich muss Note drücken, wurde mir gesagt. Wenn das falsch ist, sagt es mir jetzt, weil noch ein Manöver kann ich nicht versauen. Dann habe ich ein Problem. So. Gut, jetzt lassen wir ihn kurz rotieren noch, bis wir bei 14 Sekunden auf dem Triebwerk brauchen, dann werden wir anderes Triebwerk, bla, die können wir eigentlich direkt nachzünden, einfach weil es geht, zack, zack, zack. Okay, 14 Sekunden, dann nochmal ungefähr die Hälfte von dem Treibstoff. 2,50. Ja, so ungefähr 3 Minuten brauchen wir für den Burn. Gut, also wir sind auf Note. Das sieht okay aus. Das heißt, wir müssen jetzt dann nur noch beten und hoffen, dass MechJab das alles so macht, wie wir das wollen. Und ich rechtzeitig den Antrieb ausmache. Und wir haben eine Verzögerung von 3 Sekunden. Nach 11 Sekunden müssen wir RCS anmachen, weil wir dann die Steuerung verlieren. Und MechJab will sicherlich den Satelliten auf Kurs halten. Okay. Oh Mann, das wird spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. Also ich würde sagen... Ich gehe jetzt noch mal einmal übers Manöver rüber, noch eine Rotation, dann zünden wir das Triebwerk und dann schauen wir mal, was passiert. What's the worst that could happen? Wir verlieren die Probe. Das ist dann halt so.
man jetzt auch mal wieder auflassen. Ja, 2 Minuten 50, jawohl. Okay, wir gehen jetzt noch eine Oszillation um uns selber herum. Und dann fangen wir den Hubbel ein. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, Note ist aktiv. Jetzt bloß keine blöden Fehler machen. Bloß keine blöden Fehler machen. Und wir zünden unser Triebwerk jetzt. Okay, wir sind sauber auf dem Manöver drauf. Okay, sobald hier noch 4 Sekunden stehen, mache ich ACS an. 4 Sekunden, ACS habe ich angemacht. So, wir gehen dann nochmal mit diesem komischen Steuer... Ach, scheiße. Das ist ja auch verzögert, ne? Okay. Kann ich jetzt schon mal zünden. Ha, ha, ha. Okay, wir sind mit Vollgas unterwegs. Was auch immer Vollgas in dem Fall jetzt bedeutet. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Nämlich 3 Minuten und 4 offensichtlich. Man sieht, ich habe es kopfrechenmäßig total drauf. Wir werden aber nach hinten raus schneller. Okay, gute Nachricht, uns hat es nicht zerrissen. Zweite gute Nachricht, das war nicht ganz so fürchterlich ineffizient, ist das Wort, was ich benutzen wollte, wie ich befürchtet hatte. Dritte gute Nachricht, ich habe jetzt genug Zeit, mal wieder einen Schluck Whisky zu nehmen. Danach kann es eigentlich nur besser werden. So, und der Whisky ist jetzt auch alle. Kann man übrigens trinken. Johnny Walker Red Label ist okay. Hat so ein bisschen was, naja, Bourbon-mäßiges halt. Weil es halt ein Bourbon ist, irgendwie, glaube ich zumindest. Ich kenne mich mit Johnny Walker nicht so aus, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Minute 47 noch. Wir nähern uns hoffentlich mit großen Schritten dem Mars-Überflug. Oh Gott, irgendwas lädt ganz fürchterlich. So, ich scroll mal kurz raus, wo wir mittlerweile sind. Naja, immerhin. Wir nähern uns an. Irgendwas passiert da hoffentlich irgendwo. Ach nee, wenn, dann passiert da was da hinten. Ja, da passieren Dinge. So, und ich gucke mir das jetzt mal hier an. Das Schöne ist, dass wir diesmal eine sehr gleichmäßige Entwicklung des Triebwerks haben. Also die Thrust-Weight-Ratio ist halt immer kacke. Einfach die ganze Zeit konsequent durch. Das hat natürlich den schönen Nebeneffekt, dass ich sehr gut dosieren kann, wann ich bremse. So, Zeit für eine Fragerunde. Sollte jemand, der noch keine Karrieremodus im Stock geschafft hat, also du, sich an RSS ranwagen? Ja, Karrieremodus und geschafft. Definiere geschafft im Karrieremodus. Am Ende des Tages solltest du dich dann an RSS ranwagen, wenn du da Bock drauf hast. Im Karrieremodus kann man nicht schaffen. Also du musst natürlich für dich definieren, was geschafft ist, aber am Ende des Tages... Wartet mal. Scheiße, ich muss 3 Sekunden vorher das Triebwerk ausmachen, ne? Mist. Das wird ja wieder auch lustig, ey. Ah, diese Verzögerungssachen sind gar nicht so gut. Nee, das muss ich nicht vorher ausmachen. Offensichtlich funktioniert das. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah... Ah. Okay, wo bin ich jetzt? Noch nicht da, wo ich wollte. Okay. Also. Jetzt machen wir erstmal Smart Ass Off. So, jetzt muss ich nämlich... Ich will jetzt nämlich meine Manövertriebwerke benutzen, ohne seitlichen Schwung reinzubekommen. Das heißt, ich bin ja jetzt in der Rotation...
hoch und möchte jetzt mit so kleinen Schüben, die ich manuell über die H-Taste injekte. So, ich mache jetzt erstmal kurz an. Da passiert nichts, das ist gut. So, und jetzt möchte ich immer dann, wenn ich ausgerichtet bin, kurz über die H-Taste Schwung geben, um das nach und nach zu erledigen. Oh, gar nicht so schlecht. Ich so tun, komme der Sache auch langsam, aber drastisch näher. Ne? Ich komme jetzt zwar aus einem irgendwie anderen Winkel angeflogen. Ist gar nicht so schlecht. Gott, ganz vorsichtig. Ah! Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich da drauf drücke, bin ich tot. Kann man das irgendwie. Trust Limiter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nichts, oder? 3 Sekunden verzögert. Ah, geil! Es geht. Was ist das Niedrigste, was ich gehen kann? 1% bestimmt, oder? 1. Wie cool. Also 1. Oh, nee, offensichtlich kann man 0,5 gehen. Verdammte Axt. So. Wir brauchen jetzt ganz sensible Instrumente, um jetzt Millimeter Feintuning an unserem Atmosphärendurchflug zu machen. Abgefahren, dass man da alles machen kann. Der Moment, wenn man seine ACS-Thruster auf 0,5% drosseln muss, wenn ich bitten darf. So viel Zeit muss sein. Mit 3 Sekunden Verzögerung. Oh. Offensichtlich kann man sie auch auf Null drosseln. Das wollte ich aber nicht. So. Gut, jetzt sind die alle auf 0,5. So, wenn ich jetzt auf den Moment warte, wo ich aufs Manöver zeige ungefähr. Oh, geil. Das funktioniert ja wie Zucker. Oh, das war schon viel zu viel. So, 95 wollte ich, ne? Ah, ah. Oh Gott, ich kann das selbst mit 0,5% jetzt und aus. Jetzt wird hier nichts mehr angefasst. So, 95 Kilometer, also 96 Kilometer. Und scheinbar selbst meine eigene Drehbewegung sorgt noch dafür, dass Dinge sich ändern. So. Freunde, seht ihr das auch, was ich sehe? Ein Mars-Vorbeiflug in 96 Kilometer Höhe, einfach weil es cool ist. Und jetzt gucken wir nochmal. Wir haben noch 614 Delta V im Köcher. Die könnte man ja theoretisch, wenn man das hier irgendwie überstanden hat, naja, 614. Ja, dann fliegen wir. Wo fliegen wir dann so hin? Wenn ich ja jetzt bremse, fliegen wir. Daraus. Aber jetzt fragen wir mal, jetzt stellen wir doch mal die wirklich wichtigen Fragen. Was wäre denn, wenn ich beschleunige? So Swing-by-mäßig. Wo schießt es mich dann hin? Vielleicht können wir ja noch andere lustige Sachen machen. Man muss immer die komischen Fragen stellen. Na gut, dann schießt es mich aus der Ekliptik raus und ich treffe hier irgendwas. Ich treffe dann schon wieder den Mars. Nee, das ist mein jetziger. Ach, was weiß ich. Egal. Also, wir heben uns das mal auf, wenn wir irgendwie das Durchtauchen überleben sollten. Das ist ja jetzt die Theorie dahinter. Dann können wir vielleicht von der Apoapsis aus bremsen. Also, nee, andersrum. Wenn das genug bremst, um bla. Ach, was weiß ich. Wir werden eh verglühen. Aber ist egal. Vielleicht können wir danach ein bisschen bremsen oder noch irgendwo hinfliegen oder was weiß ich. Irgendwas machen. So, damit haben wir das erledigt. Dann kommen wir doch mal zu dem spaßigen Teil, nämlich wir gehen zurück ins Space Center. Schwupp. Und gucken mal, was sich da so im Bau befindet. Beziehungsweise,
freuen uns einfach mal, dass eine Forschung fertig wird. Und jetzt sage ich aber erstmal noch vielen lieben Dank fürs Follow an Marwan Sami. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Willkommen bei den Kommunauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken weiterhin. So, und wir sind ja jetzt quasi hier am Basteln. Ach, die Vostok 2 ist auch in 44 Tagen fertig. Hervorragend. Und Ahmed Burak, auch dir vielen lieben Dank fürs Follow und auch dir viel Spaß beim Zugucken. So, wir warpen jetzt mal die Mature Orbital Rocketry vorwärts. Und wir wollten ja heute noch einen bemannten Flug machen. Und bevor das gar so spät wird, sollten wir jetzt langsam auch unsere Rakete dafür an den Start bekommen. Wir haben dann nämlich noch 49 Tage Zeit bis zum... Mars 1 Manöverfenster. Das dürfen wir jetzt echt nicht versauen. Obwohl, wir haben mit der anderen genug Kapazitäten, um den Flyby noch zu korrigieren. So, in 6 Tagen und einer Stunde ist unsere Vostok fertig. Da könnte man sich ja eigentlich fast überlegen, was die nächste Mission wäre, für die man irgendwas baut. Haben wir irgendwelche lustigen Startfenster demnächst? In 253 Tagen ist wieder Erde-Venus. Ich habe heute keine Lust noch. Habt ihr noch Lust, irgendwas heute nochmal zu bauen? Ich glaube nicht, oder? Wir fliegen heute einfach. So, ich nehme mal sicherheitshalber noch den Erde-Mars-Transfer den nächsten rein. Und einfach nur, weil es geht, das nächste Erde-Jupiter-Fenster. Ah, das wird noch nichts. Ich habe noch keine Antennen für sowas. Geschweige denn von der Delta V. Aber wir behalten es mal auf dem Schirm. Wir behalten es mal auf dem Schirm. So, was forschen wir denn jetzt als nächstes? Flight Control oder General Construction oder... Second Gen. Ich guck mal kurz, was die Dinge uns so bringen. Flight Control bringt uns allerlei Füllefanz. Ah, das ist die Luftschleuse für die Kapsel, okay. Okay, okay. Ist da irgendwas Sciences mit dabei? Ah, andere RCS-Thruster nochmal, okay. Dinge für die Voskhod, also wir brauchen es so oder so. Okay, ganz viel Gemini-Zeug, das bringt mir natürlich alles nicht so viel. Aber gut, es sind auch ein paar Voskhod-Sachen mit dabei, die bringen uns aber erst was, wenn ich hier hinkomme. Ja gut, neue Experimente nicht. Hier sind dann, hier wäre die Voyager-Antenne, das ist aber noch weit außerhalb meiner Reichweite. Das heißt, ich brauche einfach erstmal Geld. Gut, dann machen wir jetzt einfach erstmal Geld, indem wir da mal kurz hinwarpen. So, und jetzt so spät wie möglich dann, also ich roll jetzt gleich die Vostok 2 raus und werde währenddessen mal an Verträgen plündern, was das Ding so hergibt, in der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen Geld machen können. Mal gucken. Mal gucken, was so geht. Also, zack, so. Die kann in den Rollout gehen. Jetzt gucken wir mal, was es für Missionen gibt. Wir können ein paar annehmen. Also, es gäbe First Rendezvous. Wir müssen eine neue Vessel launchen. Die muss ein Crewmember an Bord haben. Bis jetzt alles gut. Wir müssen einen Erdorbit schaffen. Wir müssen Two Crafts in Orbit rendezvousen. Das heißt, wir müssten irgendeinen Satelliten oder sowas abfangen, der eh schon oben ist. Das klingt machbar. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob gerade irgendein Satellit... Dadurch, dass sich das ja immer dreht, irgendwie eine halbwegs akzeptable Umlaufbahn von der Inklination hat zu unserer, also zu unserer Position. Oder ob wir da einfach gerade Pech haben. Mal gucken, aber der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Müssen wir mal gucken, es dauert ja auch noch 2 Tage. Vielleicht kriegen wir ein Startfenster hin, wo wir irgendwo unter einem Satelliten sind. Das wäre gar nicht schlecht. Okay, das probieren wir mal, das Rendezvous zu machen. Und Yusufomer, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Vielen lieben Dank fürs Follow. Willkommen bei den Kommunauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, mein Weltraumbahnhof ist weg. So, also wir probieren mal das First Rendezvous. Wir haben dann auch insgesamt 365 Tage Zeit, das zu machen. Das geht schon noch. So.
Das ist schon mal ein bisschen Geld. Orbital Flight One Crew. Periapsis über 190. Apoapsis unter 560. Reach Specified Orbit in einem Tag 7 Stunden 30. Oder muss ich da einen Tag 7 Stunden 30 bleiben? Ich weiß es nicht. Klingt aber auch machbar. Ist halt eher so ein bisschen Bonusgeld. So. First EVA können wir noch nicht machen. Lunar Flyby Crewed können wir auch noch nicht machen und ist noch ein bisschen optimistisch, das jetzt schon anzunehmen. Wäre aber auch witzig. Dup, können wir sonst noch irgendwas Bemanntes tun? Nicht wirklich, ne? First Eva kann ich nicht mit meiner. Ich habe keine Eva-Möglichkeit und das Gebäude auch noch nicht geupgradet. Okay, aber dann probieren wir doch erstmal das. Das heißt, wir hätten jetzt die Möglichkeit. Wartet mal. Ja. Wir könnten die 500 Kilometer Altitude Record brechen. Das wäre noch im Rahmen. Wir können den Crew Duration Record brechen. Den wahrscheinlich nicht. Wir können ein erstes Rendezvous machen und einen den. Joa. Und wenn das hier noch klappt, dann kriegen wir sogar noch mal 100.000. Okay. Sieht alles machbar aus. Sieht alles machbar aus. Das probieren wir jetzt. What's the worst that could happen? Also ich glaube, das ist so einiges, was da schief gehen könnte, aber wir gucken jetzt mal. So, ab jetzt sind wir prinzipiell startbereit. Was ist da unten los? Okay. Ja, Vostok 2 ist complete. Das hatte ich auch schon bemerkt. So, jetzt müssen wir uns ein Startfenster suchen, wo wir einen Satelliten abgefangen bekommen. Oder irgendwas. Irgendwas zum Rendezvous halt. Und ich denke mal, ein Satellit passt dafür ganz gut. So, wir sind da. Und hier ist nichts, richtig? Hier ist so richtig gar nichts gerade. Ich guck mal, dass wir. Nee, da wollte ich nicht hin. Warum hat er denn plötzlich den in den Fokus genommen? Danke. So, wir müssen jetzt mal einmal rumrotieren, bis wir irgendwas haben, was hier in einer akzeptablen orbitalen Höhe unterwegs ist. Aber wartet mal, was ist hier? Wir kommen hier gerade unter irgendwas durch. Ist das? Sputnik 3. Sputnik 3 hat eine Apoapsis von viel zu hoch und eine Periapsis von nicht viel zu hoch. Aber auf die Umlaufbahn könnten wir uns natürlich mal draufsetzen. Wo sind wir gerade? Wartet mal. Fokus zurück. Auf die Umlaufbahn könnten wir uns natürlich draufsetzen, wenn wir jetzt gleich starten. Dann müssen wir nicht allzu viel Anpassung machen. Das ist gut. Also Sputnik 3 wird unser Ziel. Das Rendezvous müssen wir dann auf ein bisschen später verlegen. Aber zumindest können wir hier in eine. Komm schon, gib mir. Du musst es doch schaffen. Ah! Okay. Also näher kommen wir gerade an die Inklination nicht ran. Zip. Fliegen. So. Also, wir gehen in Richtung Sputnik 3 und versuchen so nah wie möglich an seinen Kurs ranzustarten. Dann sind wir schon mal auf der richtigen Umlaufbahn. Ob das dann noch reicht nachher, um das zu machen, werden wir sehen. Ich glaube, da gab es auch so ein lustiges Instrument wieder in diesem komischen MechJep-Tool für. Gut, kurzer mentaler Aussetzer. Ich starte gleich meine Rakete. Und Cookie, gute Nacht, schlaf schön und ja, ich glaube, du verpasst nicht mehr so viel. Wir machen jetzt die Mission noch so gut wie möglich. Und dann ist, glaube ich, für heute auch erstmal Schicht im Schacht, aber.
Juri geht auf jeden Fall noch ins Weltall oder stirbt den Heldentod unterwegs. Wobei ich Ersteres hoffe. Unser erster bemannter Test. Warum bin ich da schon wieder reingegangen? Wo ist denn hier die Vostok? Die steht da irgendwo nicht. Achso, ich muss einfach Launch drücken, ne? Ach, Freunde, es ist zu spät. Zu spät für Gehirn. Gehirn müde. Gehirn schlafen viel. Körper drücken Knöpfe falsch. So. Web. Lounge. Juri Gagarin. Lounge. So. Jetzt aber. Müssen wir gleich nochmal den Satelliten als Target setzen, damit ich da einen entsprechenden Anlaufpunkt habe. Aber alles in allem kriegt man das, glaube ich, hin. Und Hermano LHC, vielen lieben Dank fürs Follow, ganz viel Spaß beim Zugucken und willkommen bei der Kölbonautenbande. So, jetzt gucken wir mal, ob die Vostok 2 auch lädt auf dem Startpad, wenn man das ohne Simulation macht. Oder nicht. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt passiert noch ein bisschen mehr und jetzt ist eine Rakete da. Sehr schön. So, Juri sitzt auch drin. Das ist doch schon mal viel wert. So, jetzt müssen wir noch diesen lustigen Sputnik irgendwo erwischen. Wo ist er gerade? Ist er das? Sputnik 3, der ist sogar relativ nah dran. Und wahrscheinlich muss ich von hier aus mit einer Inklination von. Gott, da muss es doch irgendein Instrument für geben, oder? Rendezvous Planner. Relative Inclination, okay. Relative Inclination klingt gut. Die steigt aber auch gerade. Okay, das heißt, ich starte jetzt erstmal und dann muss ich mal gucken, was ich tun muss. So, 3, 2, 1, habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber wir leben jetzt einfach mal damit. Das da mache ich lieber mal zu, da passieren noch komische Dinge. Staging sieht auch immer noch okay aus. Risiko. Das ist quasi auch unser Jungfernflug unserer ersten sehr, sehr frühen Proton-Variante. Also wir sind bei weitem noch nicht so weit, um eine echte Proton zu bauen. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Aber es ist schlicht und ergreifend das Beste, was wir gerade haben, um so viel Last irgendwie in Orbit hoch zu befördern. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es denn auch funktioniert für das, was wir hier tun wollen. Ich lasse Juri jetzt einfach mal seinen Part machen. Und versuche mir selbst einen Hörsturz zu verpassen, falls er noch hören könnte. Abgefahren. So. Wir gucken ganz gut raus. Geschwindigkeit sieht okay aus. Gravity Turn ist ein bisschen lausig langsam im Moment, aber ich will es nicht übertreiben. Wir wissen ja, was in der Simulation passiert ist. So hoffe ich einfach mal, dass der Gravity Turn gleich noch ein bisschen stärker rauskommt. Wir sind jetzt bei einer 2-3er Thrust Weight. Noch eine Minute 30 auf den Triebwerken. Und unsere Inklination, relative Inklination, wird weniger. Das ist. Macht niemals die Karte auf bei sowas. Ihr haut euch das Trommelfell kaputt. Oh Gott. Das hat gerade wehgetan. Muss die Rakete so laut sein? Ja. Offensichtlich muss sie das. So, ich versuche jetzt hier mal ein bisschen mehr Nase runterzubekommen.
geschlagen. Wir müssen echt ein bisschen flacher gehen. Sonst kommen wir viel, viel zu hoch raus. Mal probieren, ein bisschen aggressiver zu gehen. Ich meine, wir sind auch schon auf 40 Kilometer Höhe. Das sieht aber echt okay aus. Sie dreht jetzt auch echt schön. Lecco Mio ist das Ding kräftig. Da geht echt einiges. Da geht echt einiges. So, wir sind jetzt schon auch auf 140 Kilometer Höhe angekommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal, also mit der Apo, 150 sogar schon. Das heißt, ich gehe jetzt mal flach und schnell. Relative Inclination falsch. So wird sie besser. Okay. Gut, gut. Jo, da ist ordentlich Terror in der Rakete drin. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So wird es auch wieder mehr. So wird es weniger. Ach, das mit dieser Relative Inclination ist aber auch schwierig und problematisch. Gut. Ich werde das aber auch noch irgendwann verstehen. Okay, jetzt wird es wieder mehr. Jetzt wird es weniger. Ich weiß, ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung erstmal. So, was das bedeutet. Ja, wir sind aber relativ. Oh Gott. Hörsturz in der Kartenansicht, ehrlich. So, wir bereiten uns vor auf Separation. Wir gehen auf die nächste Stage rüber. In 2, 1, Leg 0 und los. Und wir haben Stage Sep und ein sauer durchgezündetes Second Stage Proton Triebwerk. Ich bin glücklich und auch ein bisschen zufrieden. Und jetzt machen wir mal nach und nach Juri das Fenster auf. Seite 1, sauber abgetrennt. Seite 2, sauber abgetrennt. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Wir sind schnell unterwegs, 5300, 3900, das heißt, wir haben einiges an Reserven gerade. Das ist auch gut, wir wollen ja nachher noch ein Rendezvous fliegen. Das muss nicht jetzt sein. Aber man kann ja zumindest mal gucken. So, ich versuche die Relative Inclination so klein wie möglich zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wir müssen dann wahrscheinlich irgendwie Ascending, Descending, irgendwas Not. Eigentlich kann ich auch einfach erstmal in Orbit fliegen, weil es total egal ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hatte ja allerlei Manöver Aufträge angenommen. Also, Periapsis über 190, das haben wir hiermit gerade erledigt und die Apo muss unter 560 bleiben. Ich denke, das kriegen wir hin. Das Ding hier hat auch nur eine Ignition, ja. Rendezvous, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Wir sind aber auf einer guten Flugbahn auf jeden Fall eingeschlagen. Das ist schon mal ganz okay. Also ich denke, da sind wir schicko unterwegs. Wir werden jetzt hier auch langsam richtig gut Schub entwickeln. Das heißt, auch da bin ich relativ unbesorgt. Ja, jetzt kann uns eigentlich, ich möchte es ja nicht beschreien, aber eigentlich kann uns nur noch ein Triebwerksausfall, meine Güte, jetzt habe ich es doch beschrien, aufhalten heute. Ansonsten sieht das hier nämlich ganz schön gut aus. So vom Flug her. So, ich guck mal. Wir sind quasi so. Ja, wir werden halt leicht einen anderen Orbit fliegen, aber das heißt, an irgendeiner Stelle kreuzen wir uns. Ich kann halt dieses Triebwerk hier oben ja noch insgesamt 5-mal zünden und damit sollten wir dann hoffentlich genug Saft haben, um uns an die Sachen ranzuschleichen. Und wir haben ja auch noch die Manöverdüsen. Mal gucken. Also, ich weiß gar nicht, was das heißt. Das heißt halt, wir müssen Rendezvous. Also in KSP heißt es auf 2,5 Kilometer ungefähr rankommen, ein Rendezvous zu fliegen. Ich weiß nicht, wie es in RSS gewertet wird.
Das werden wir dann rausfinden. Wahrscheinlich werden wir es heute nicht mehr heute rausfinden. Mal gucken, wie gut das jetzt noch klappt gleich. So, schon mal die Antennen raus. Aber wir werden das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal im Orbit absetzen, dass wir das schon mal erledigt haben. Ah ja, und dann müssen wir einen Tag 7 Stunden und 30 sowieso in diesem Specified Orbit bleiben. Dann können wir da vielleicht so kleinere Anpassungen machen, dass wir schon mal auf die richtige Inklination kommen. Das können wir vielleicht jetzt sogar noch machen. Das sieht ja zeitlich noch nicht ganz so finster aus. So. 38,8. Okay, sieht wirklich... Ist echt eine schöne Rakete. Muss ich ganz ehrlich sagen, sie ist fürchterlich laut. Aber bisher fliegt sie sich unheimlich schön. Sehr geile Thrust-Weight-Ratios. Sie wird halt nicht reichen, um das hier bis zum Mond zu schießen. Dafür ist sie nicht stark genug. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Aber so, für so Orbitalkram, bin ich jetzt echt zuversichtlich gerade, dass das unser neues Arbeitspferd werden könnte. So, jetzt muss ich uns ein bisschen Zeit kaufen, weil wir werden ein paar Delta-V auf der anderen Raketenstufe noch machen müssen. Da sollten wir ein bisschen Zeit für haben. Aber so sieht es okay aus. Okay, Stage Step auf die nächste Stufe. Die muss jetzt auch noch sauber durchzünden und dann sind wir eigentlich gut unterwegs. So, Separation erfolgreich durchgezündet und damit heißt es jetzt einfach nur noch mal ganz kurz Schub in den Orbit. So. Das sieht alles echt entspannt aus. Sehr schön, das ist doch mal ein angenehmer und reibungsloser Orbitalflug gewesen bis hierhin. Also wir müssen jetzt noch mal kurz die Periapsis ein bisschen hochdrücken. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, weil wir hier, naja, wie soll ich das benennen, nicht so besonders viel Schub haben. Kannst du die mal unten halten irgendwie oder nicht so? Okay, besser. Okay, wir müssen jetzt einfach einen kurzen Moment mal Schub geben, dass das hier hochkommt. Das braucht jetzt einfach einen Moment, weil wir jetzt eine Thrust-Weight-Ratio auf der Upper Stage haben von viel zu wenig. Ach shit, und wir haben auch Leistungsverlust im Triebwerk, sehe ich gerade. Hoffen wir, dass es durchhält. Solange es nur ein Leistungsverlust ist, ist es uns erstmal egal. Shit. Das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig tatsächlich. Ich hoffe, dass es dann lange genug durchhält, um seine Aufgaben zu erfüllen. Also wir haben ein fehlfunktionierendes Upper Stage Triebwerk. Definitiv. Aber wir retten uns jetzt auf jeden Fall erstmal in den Orbit hoch. Das ist hiermit erfolgt. Ich drücke jetzt noch die Periapsis über 190. Damit wir hier unseren Auftrag erfüllt haben. So, jetzt beginnt die Zeit schon mal zu laufen. So, ich mache jetzt erstmal kurz aus. Also, das fehlfunktionierende Triebwerk hat jetzt natürlich so den unangenehmen Beigeschmack, dass es dadurch den Treibstoff sehr viel lang... Also, die niedrigere Leistung ist nicht das Problem. Das Problem wird werden, dass sie dadurch den Treibstoff deutlich langsamer verbrennt und irgendwann in Richtung... Ausfall gehen wird, früher oder später. Mal gucken, wie weit wir sie überreizen können. Also wir werden halt über die normale Betriebszeit drüber gehen. Müssen wir mal gucken, wie viel Saft dann drin ist. Also, was wir auf jeden Fall schon mal haben, ist, wir haben das hier geschafft. Wir können das hier auf jeden Fall machen. Und wir können parallel an... dem hier arbeiten und wir müssen eigentlich nicht mehr viel tun, falls das Triebwerk das noch kann, um unsere Apoapsis dann nochmal über die 500 zu drücken. Das könnte man eigentlich jetzt noch machen, oder? Könnte man eigentlich tatsächlich jetzt noch tun. Mal gucken, ob wir noch stable genug sind. Very unstable. Nein, sind wir nicht. Okay, wir können es aber alle schon, richtig? Richtig. So,
Lasst mich mal kurz gucken. So, und Chris Ninja, vielen lieben Dank für dein Follow. RCS können wir erstmal enablen. So, dann sind die schon mal an. So, und jetzt können wir gleich mal einen kurzen Testlauf machen, was das eigentlich bedeutet, mit den Teilen zu steuern. Oh, das geht aber relativ gut. Das geht relativ gut. Sehr schön. Wir werden jetzt aber auf keinen Fall. So, wie schnell verbrauchen wir Hydrazin? Auch das ist okay. Okay, wir können relativ viel manövrieren, scheinbar. Das ist gut. Okay, dann können wir Allegen. Das ist in Ordnung, weil ich habe gar keine Allegen-Triebwerke diesmal angebaut. So. Das machen wir aber erst, wenn wir wieder auf der Periapsis sind. Sonst ist es einfach ineffizient. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unsere erste Runde für heute drehen. Und zwar bis hier drüben. Das machen wir aber von hier aus, weil es einfach schön anzusehen ist. Ich mache uns einen kleinen Manövernote, damit wir es nicht verpassen. Einfach einmal in leer. So. Obwohl, wir können uns. Ha! Wir können uns ja tatsächlich Manövernot machen. Weil wir müssen ja Manöver machen. Total abgefahren. Dass wir unsere Apoapsis schon mal auf 500 plus hochdrücken, aber unter den 560 bleiben. So ist schon fast zu viel. Also wir machen das absolute Minimum, was notwendig ist, weil ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Juri will nämlich gerne auch noch mal zurückkommen. RCS ist disabled, hervorragend. Okay, also das RCS hier drin will ich auch noch auf keinen Fall verbrauchen. So, und noch haben wir einen Stromverbrauch. Jetzt machen wir aber mal unsere prototypischen Solarpanels auf. Das ist eine extra Mod, die Testflight heißt. Ich glaube, die ist aber im Realism Overhaul mit drin. Also nicht bei RSS, aber Realism Overhaul, und Realism Overhaul willst du so oder so. Also die Mod heißt Testflight. Ich glaube, die ist option, also die ist optional auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, es schadet nicht. Was verbraucht denn hier so viel Strom, Freunde? Seid ihr alle wahnsinnig? Ich sehe Probleme auf uns zukommen. Na gut, aber ein paar Tage sollte das halten. Ich war schon mal 3 Tage knapp oben. Gut, 71 Delta V an der Stelle. Das heißt, wir drehen jetzt mal eine Runde um El Planeto. Gucken, vielleicht mag er das mit der Sonne ja auch irgendwann ein bisschen mehr, wenn er sich so rumdreht. So, wir werden jetzt gleich erstmal ein ganz klitzekleines Manöver machen, um hoffentlich diesen Höhenrekord reißen zu können. Das wäre schon mal ganz schön. Das sind nämlich auch noch mal ein paar, keine Ahnung, wie viel $1000, aber es ist ein bisschen was. Und wir machen das ja hier gerade wegen dem Geld. Und weil bemannte Raumfahrt natürlich auch cool ist. Aber hauptsächlich machen wir es wegen dem Geld. So, ich bin mir unsicher, wie zeitig ich jetzt aufhören sollte. Oh, guck mal, wir laden uns gerade auf. Ist das nicht wunderschön anzusehen, dass wir Strom generieren, statt einfach mal Strom zu verlieren? So. Sind wir schon aus dem Zeitraffer komplett? Ja. RCS an. So, ich drehe uns jetzt mal in Richtung unseres Manövers. 9 Minuten haben wir noch. So, jetzt drehen wir uns auch auf einer schönen Achse, um die Dinger mittracken zu lassen. Sehr gut. Habe ich Dollar gesagt? Natürlich meine ich Rubel. Niemand würde das Zentralkomitee mit harter Währung bestechen. Nur Verräter machen sowas. Kapitalisten und so. Rubel meine ich natürlich. Die beste und patriotischste Währung, die es gibt in der Sowjetunion. So, noch eine Umdrehung, dann stabilisiere ich ihn jetzt mal auf dem Manöver. So, und jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das Triebwerk uns das noch gönnt.
oder ob es vorher aussteigt. Das wird spannend. Wir können eigentlich jetzt auch in der Umdrehung ehrlich gesagt zünden dann. Müssen nur einmal gucken. Risky, stable, sehr schön. RCS aus. SRS an. Wir wollen Prograde fliegen. So, dann muss ich jetzt nämlich nur noch durchzünden. Und beten und hoffen, dass es funktioniert. Und das machen wir jetzt. Okay, gezündet ist es schon mal. So, jetzt fliegen wir die Apoapsis auf 500 Kilometer hoch. Hoffe ich zumindest. Und dann machen wir wieder aus. Das dauert alles ewig, ne? Aber noch läuft's. Noch läuft das Triebwerk, also beschwere ich mich nicht. Und check. So, damit können wir jetzt auf jeden Fall... So, das interessiert keine Sau. Drei Ignition haben wir noch. So, damit können wir jetzt auf jeden Fall schon mal das Höhenrekords-Ding reißen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich erstmal. Wir werden jetzt nämlich einfach einmal drumherum rotieren, bis wir den Höhenrekord gut geschrieben bekommen. Ja, da gibt es auch keinen Return oder sowas. Da gibt es einfach nur, sei höher als 500 Kilometer. Und das machen wir jetzt. Wir fliegen jetzt höher als 500 Kilometer, weil wir es können. Und weil Cookie das bestimmt noch nicht gemacht hat und wegen Rekorde und so. Und hallo auch an den Hammer Ossi. Du bist spät, aber du bist noch rechtzeitig, um zu sehen, wie wir einen Höhenrekord brechen. Nicht zu verwechseln mit einem Höhlenrekord. Der findet in Höhlen statt. So. Und wir nähern uns der magischen Marke und wir wollen natürlich nicht im Zeitraffer diese magische Marke überschreiten. Na, vielleicht wollen wir uns noch ein bisschen näher Zeit ranraffern. Zeit ranraffern. Ja. Und dann wollen wir das komplett ohne Zeitraffer machen. So. So, die letzten 2000 Meter zu unserem Höhenrekord von 500 Kilometern im Erdorbit. Oder 500 Kilometer Höhe über der Erde, um Orbit geht es wohl gar nicht. Aber es hat sich angeboten, das mitzuerledigen. Und das gibt uns hoffentlich einen großen Sack voll Rubel vom Zentralkomitee dafür, dass wir diesen gigantischen Erfolg vor den Kapitalisten errungen haben. Weit vor den Kapitalisten, die es nicht mal geschafft haben, zur Venus zu fliegen. Wir haben ihre Mission beobachtet und sie ist fürchterlich fehlgeschlagen. Cookies erfolgreiche Mission war ein Startfenster später. Ich bin in der Vergangenheit. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. 500 Kilometer, komm. Gib mir 500 Kilometer. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel, aber hier, ich mache ein bisschen Randbeleuchtung für euch. Ich kann auch einfach nach drinnen gehen. Nee, es ist nicht so viel heller. Doch, es ist ein bisschen heller. Und wir haben 500 Kilometer geschafft. Und das gibt 13.588 Rubel nochmal dazu. Das bringt uns jetzt auf stolze 519.000 Rubel auf dem Konto. So. Und jetzt können wir uns, nachdem dieser Rekord geholt wurde, am Descending Node sind wir gerade vorbei. Das heißt, für euch gute Nachricht, wir machen das am Ascending Node. Werden wir jetzt mal die Kurse ein wenig angleichen. Und Murat Xose, ich hoffe, das ist so korrekt. Vielen lieben Dank fürs Follow und willkommen bei den Kommunauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir brauchen ein Manöver dort. Und wir brauchen diese beiden Pfeile relativ gut übereinander. Und das machen wir am besten, indem wir den Focus View auf die Erde setzen. Zack. Na. So. Das ist gut genug für meine Vorstellung. So, und jetzt müssen wir das mal hier runterdrücken. Oh, das ist doch relativ viel Delta V, hätte ich gar nicht gedacht. 195. Ja, bei KSP ist das immer alles so einfach, aber hier kostet das ja richtig Delta V. Ist ja fürchterlich. Okay. Gut, ganz einfaches Manöver.
muss man halt mal fliegen. Und damit wir das fliegen können, müssen wir da jetzt mal hin, Zeitraffern. So, da kommt auch wieder die Sonne langsam an und das heißt für uns wahrscheinlich auch, wir können wieder ein bisschen unsere Batterien aufladen. Ja, das können wir. Also so sieht das schon mal ziemlich stabil aus. Mit Essen und Tralala haben wir noch 9 Tage. Also wir sind hier draußen unterwegs, um einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Jetzt noch die große Frage, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich dieses Manöver so fliege, dass wir nicht über die 560.000 Apoapsis kommen, fällt mir mal gerade auf. Wir haben nämlich noch einen Tag und 5 Stunden zu machen. So, wie ist denn das, wenn ich das jetzt so fliege, ist meine neue Apoapsis da hinten 513.000. Okay, na das ist ja akzeptabel. Das ist ja in Ordnung. Gut, dann muss eigentlich wirklich nur noch das Triebwerk wieder durchhalten. Und auch das ist ein akzeptables Risiko. 5 Minuten noch. Okay, wir müssen jetzt gleich mal wieder unser Raumschiff ein wenig in Rotation versetzen, damit wir bereit sind, das Triebwerk zu zünden. Das ist nämlich wieder mal very unstable und wir könnten das natürlich wie vernünftige Leute allegen, wie jeder Mensch, der bei Verstand ist, aber wir machen das mit Rotation, weil es lustig ist. So, und weil es funktioniert, natürlich auch irgendwie. So, die scheint jetzt schnell genug zu sein, dass er sich stabilisiert. Jawohl. Sehr schön. Okay, dann muss wirklich unser Triebwerk nur noch mitspielen. Dann haben wir das. Ich bin aber echt am Grübeln, ob das noch reicht, nachher ein Rendezvous hinzubekommen. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir müssen ja, also es hat ja keiner gesagt, dass wir ein langes Rendezvous hinbekommen müssen. Ich glaube, wir müssen es nur einmal abfangen. Und dann können wir mal gucken, wie unsere Orbits sich so ergeben, ob wir irgendwann mal einfach Hallo sagen können. Wir müssen dann eh erstmal einen Tag und knappe 5 Stunden noch aussitzen. Bis der Vertrag da erledigt ist, weil wir müssten durch Manöver, also wir werden durch solche Anpassungen dann wahrscheinlich auch mal außerhalb der Toleranzgrenzen dieses Vertrages fliegen. So, das wird ein bisschen knapp mit der Rotation, ne? Ich glaube, wir sollten einfach schneller rotieren. Hui, so. Zack. So, jetzt kommen wir relativ schnell rum. RCS schon mal wieder aus. SRS an. Und SRS ist dann auf Antinormal, richtig? Jetzt lass mich mal kurz gucken. Wir kommen jetzt gleich nochmal vorbei. Genau, das ist Normal. Wir wollen dann auf Antinormal gehen, sobald wir das Triebwerk zünden. Ja, und dann gucken wir mal, ob unser leicht defektes Triebwerk sich noch dazu herablässt, uns 188 Delta V zu schenken. Wir werden es gleich rausfinden. Und wenn wir Pech haben, halt nicht. Ne? Ah, ich könnte fast noch eine Rotation machen lassen, ja. Es wird sonst zu knapp. Also es ist jetzt zu zeitig. Und ich versuche ein bisschen unter die 1 Minute 4 zu kommen mit der Zündung. Wir drehen uns ja jetzt relativ schnell. Das wird alles. Außerdem könnt ihr euch so noch ein bisschen länger den, was immer es auch ist, Regenwald oder so angucken. Keine Ahnung, welcher Kontinent das gerade ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist Regenwald. Tropics steht da auch, seht ihr? Habe ich doch gesagt. Okay, so Freunde, jetzt die Drehung ist unsere Drehung. Das ist die Zündung unseres Orbitalraumschiffes. Die dritte Zündung müsste das dann sein von diesem Triebwerk, das seit kurz nach seinem ersten Anwerfen so ein bisschen zicken macht. Aber nichts, was uns unerschrockene Kosmonauten aufhält. So, Feuer frei. So, es gilt 180 Delta V nochmal aus der Kiste rauszuquetschen. Und ich würde das einfach mal beschleunigen durch... Ne, halte, warte, so rum. Durch RCS-Einsatz. Wie viel Hydrazin haben wir noch? Ah, ein bisschen ist noch drin. Ah, ein bisschen, da sind noch Tonnen an Hydrazin drin. Tonnen. Meine Güte. Raus damit. So.
Warum habe ich so viel Hydrazin mitgenommen? Ich glaube, um lustig manövrieren zu können. Aber das ist okay. Sobald der Treibstoff alle ist, haben wir dann halt auch nicht mehr ganz so viel Gewicht zu schieben. So, bisher läuft's mit dem Triebwerk. Bisher läuft's. Mal gucken. Mal gucken, ob es durchhält. Okay, verschiebt sich jetzt leicht vom Manöver her. Ich versuche mal drauf zu bleiben. Und gleichzeitig nicht zu overcommitten. Das sieht okayisch aus, würde ich mal sagen. So. Ich glaube, da kann man mit arbeiten, oder? 0,05 Grad. Ich glaube, das ist in Ordnung. Intercept with Hohmann Transfer. Also wir machen jetzt mal das hier fertig. Ah ja, also man bräuchte in 11 Stunden 150 Delta V. Ist alles machbar. Also wir machen das jetzt natürlich nicht, weil wir jetzt auf Rekordjagd gehen. So. Genau, was wir jetzt nämlich mal machen als allererstes ist, wir lassen diesen Vertrag hier durchtackern, dass der seinen One Day 4 Stunden 52 durchbekommt. Weil dann muss ich nur noch Return Home Safely machen. Und Return Home Safely können wir uns dann das nächste Mal geben. Also, nicht beim nächsten Flug, sondern nachdem wir die anderen Sachen erledigt haben. Ich bin gerade voll drin, ich wollte eigentlich Schluss machen, aber jetzt will ich ein paar Sachen noch abhaken. Wir haben so lange mit der Mars Probe rumgedüdelt. Apropos Mars Probe, das darf ich nicht verpassen, ne? 39 Tage, alles gut. Okay. So, wie gesagt, ich spule jetzt gerade einfach mal vor. Nicht wundern, wird jetzt halt hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel und so. Bis wir das Ding hier abgeschlossen haben. Stromtechnisch ist das nicht besonders geil, aber es ist ausreichend. Wir laden halt immer wieder so ein bisschen auf. So, irgendwas passiert. Ah, ich glaube, unser Reconditioning Launchpad ist fertig. So. Zack, okay. Jetzt haben wir das hier schon mal erledigt. Und das Einzige, was jetzt noch läuft vom Rekordhalter-Dingsbums her, ist ein Tag, 12 Stunden, 9 Minuten und 7 Sekunden. Das ist unser Sei Awesome und Sei 3 Tage im Weltraum-Ding. So, und wir wollen jetzt einen Intercept mit Hohmann-Transfer machen. Und dann kriegen wir hier einen Encounter von... Warte mal, hier drüben sieht das richtig gut aus. 48, ach komm, das kann ich doch besser, oder? Wer macht denn sowas? Also, jetzt ist erstmal noch nicht so gut, richtig? Richtig. So. Wir müssen jetzt erstmal aufholen. Das ist ja quasi wie Kerbal Space Program. Das kann ja so schwer nicht sein, so einen blöden Abfang zu fliegen. So, das müsste jetzt mit jedem Tacken... Ah, nicht so schnell. Mit jedem Tacken ein bisschen besser werden. So, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt hier. So, in der nächsten Umkreisung bin ich dort. Und das ist hier. Und Sputnik ist da. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir an der richtigen Stelle... Ich muss noch einmal rum. Ja, 435 Delta V haben wir noch theoretisch in dieser Antriebsstufe. Mal gucken, wie lange sie noch durchhält. So, und Bruno, dir auch gute Nacht. So, wir haben ja ein paar Tage Zeit, hahaha, um hier hin und her zu fliegen. Genau, unser Akku ist auch, hält relativ gut. Also es ist nicht perfekt mit den Solarpanels, aber es reicht, um uns immer wieder mal einen Schwung zu geben. So, wir sind in einem coolen Chaser-Orbit. Also wir sind wirklich, da vorne ist Sputnik.
Und er ist schon nur noch 2100 Kilometer von uns entfernt. So, wir überschreiten jetzt wieder hier die Grenze. Und jetzt müsste ich ihn überholen wahrscheinlich, genau. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, glaube ich, an der richtigen Stelle sagen, okay, ich will erstmal ein bisschen höher auf der APO-Seite wahrscheinlich, um ein bisschen Schwung rauszunehmen für die nächste Runde. Jawohl. Und den Rest mache ich dann drüben, um uns hier zueinander zu bringen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal, ich gehe jetzt mal auf 80 relativ, ich mag runde Zahlen. So, wir gehen jetzt hier auf 80 Meter pro Sekunde, die wir uns schon mal vorbereitend geben, um unsere Geschwindigkeit anzupassen oder um unsere orbitale Höhe anzupassen, sodass wir dann. Sodass wir dann nicht mehr ganz so weit auseinander sind. Und dann machen wir auf der anderen Seite nochmal ein Manöver an der richtigen Stelle, um einfach ein relativ gutes Rendezvous draus zu machen. Ich hoffe, ich verschätze mich da jetzt nicht zu sehr. So, mal gucken. Ja, und dann bleibt halt natürlich jetzt noch ein bisschen die Frage, spielt unser Triebwerk das mit? Oder entscheidet sich unser Triebwerk dafür, uns hochgradig zu sabotieren? So. Zack. Wie geht's der Batterie? Die Batterie ist leicht am Aufladen. Okay, ich bin aber auch gerade in einem echt blöden Winkel, oder? Nö, eigentlich nicht. Volles Sun Exposure und wir sind 008 nur am Aufladen. Das ist echt traurig. Naja, gut, wie sieht's mit Essen aus? 8 Tage Oxygen. Man könnte diese komischen Scrubber mal anmachen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen. Aber schadet ja wahrscheinlich nicht. So. Very unstable, aber das können wir gleich allegen über unsere Triebwerke. Dann kreuzt jetzt nochmal die Fingerchen. Damit hier unser Triebwerk sauber durchzündet und uns auch nochmal treu bleibt für dieses wilde Manöver. Das wäre echt awesome, wenn diese gesamte Mission dieses angeknackste Triebwerk noch durchhalten würde. Ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, aber bisher schlägt sich's wacker. So, ich beginne zu allegen. Na komm. 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 Very risky und very stable und feuerfrei. Durchgezündet. Das ist schön. Wir gehen aufs Manöver. So. Noch läuft's. Noch läuft das Triebwerk. Ich bin eigentlich im Moment über jede Sekunde froh, die wir da noch rausgequetscht bekommen. Weil wir haben tatsächlich in der Raumfähre selber nur minimalste Treibstoffreserven. Da können wir nicht besonders viel mehr mit anstellen. So, den Rest machen wir jetzt gerade mal kurz mit RCS. Davon haben wir nämlich mehr als genug. Da habe ich eher so die Befürchtung, dass unsere RCS-Düsen irgendwann mal den Geist aufgeben, bevor wir das alles verbraucht haben. Aber wir werden sehen. So, das sieht ganz gut aus. Wir haben noch eine Ignition übrig, tatsächlich. Ja, auch nicht so brillant, ne? Na komm. Tschakka, die letzten Meter werden sich rangekämpft. Ich glaube, das klappt schon noch. Wir kriegen das hin. So, wir haben dann eine Separation von 966 Kilometern. Das sieht doch ganz gut aus. Sehr, sehr schön. Das wird, Freunde, das wird. So, RCS aus, SRS aus, Manöver erledigt. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich das gebacken bekomme. Händisch. Ein Rendezvous.
zu planen. Auf der dunklen Seite der Macht. Um 62 Meter. Okay, okay, okay. Na komm. Nicht Längen. Separation 106. Ist ein bisschen finster. Ich hoffe, es ist genau an der Übergangsgrenze von Tag und Nacht. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen verschieben kann einfach. Ja, kann ich. Wartet mal, ich gebe ihm mal hier ein bisschen Raum wieder. Und dann ziehe ich ihn gleich mal über'n Radial ran. Dann sind wir ein bisschen mehr im Hellen. Kostet uns zwar ein Furz mehr Treibstoff, aber ganz ehrlich, das ist dann halt so. Wir haben eh nur noch eine Zündung und dann ist Feierabend mit dem Triebwerk. Zwei sieht doch schon mal ganz gut aus. 01. So, wir kommen auf 100 Meter ran. Wenn er das nicht als Rendezvous wertet, weiß ich auch nicht. Wenn nicht, wird es einfach nur ein sehr schneller Vorbeiflug. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Unser neuer Kurs hat dann eine Periapsis von 552. Na, ich hoffe, das reicht noch, damit wir wieder im Wiedereintritt fliegen können, aber irgendein Risiko muss man ja gehen. So, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Das wird jetzt nochmal eine kleine Aktion in der Dunkelheit. Leider. Aber es dürfte machbar sein, das so zu fliegen. Noch ein bisschen ran. So, wie gesagt, jetzt kommt natürlich nochmal die große Stunde der Wahrheit für unser Triebwerk, unser angeditschtes. So, RCS. Wir drehen uns rum. Puh, spannend wird's. Spannend wird's. Sehr, sehr spannend. So, ich drehe mal so, da müsstet ihr zumindest schattenumrisstechnisch ein bisschen was erkennen können. Und wenn die Triebwerke feuern. So. Wir sind sogar momentan very stable, aber es ist noch ein bisschen zu früh für das Manöver. Wir werden also wieder unstable gehen. So, nochmal gestreckt. Nochmal gereckt und dann gucken wir mal, das wird glaube ich für heute Abend mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Manöver sein. Und dann gehen wir noch zu der Stelle, wo wir ganz knapp am Sputnik vorbeirauschen. Das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken, weil ich meine, wir kommen 100 Meter vorbei. Das ist mein erstes Mal in RSS, dass ich so nah an etwas vorbeifliege. Mal gucken, ich hoffe ernsthaft, wir kollidieren nicht. Das wäre sehr traurig. Das wäre aber auch mal ein Achievement. So, ich beginne zu allergen. Und wir sind stable. Ich bleibe aber noch drauf. Wir sind noch ein bisschen zu weit entfernt. So. Und hallo auch an Mad Horse. Und weiter und weiter und weiter und noch einen Moment lang und noch einen klitzekleinen Moment lang und Feuer. Okay. Schauen wir mal, was das Triebwerk noch hergibt. Das ist jetzt unabhängig von allem anderen so oder so die letzte Zündung, die wir haben. Das heißt, wenn ich es jetzt noch selber ausschalte, hat es seinen Dienst absolut getan, auch wenn es nicht seine volle Leistung gebracht hat. Gut aus. Sehr, sehr gut geflogen, um das jetzt einfach mal auch sagen zu dürfen.
So, sehr schön, Juri. Awesome Job. Awesome Job. Und wir haben eine Annäherung von 100 Metern an den Sputnik. Dann dürfen wir jetzt, glaube ich, mal gespannt sein, ob es dann auch so funktioniert. Der Sputnik ist, glaube ich, auch irgendwo vor uns unterwegs, ne? Wir müssten den jetzt eigentlich bald sehen können. Wie weit ist er noch entfernt? Ja, gut, 800 Kilometer. Vielleicht sieht man ihn da noch nicht so gut. Wie ist denn das so, wenn man 800 Kilometer Luftlinie weit guckt? Sieht man da Dinge? Ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir mal auf die Sonnenseite des Lebens und schauen mal, ob wir den Sputnik finden. Wo bin ich? Ich mache mal kurz Zeitraffer raus, damit ich die Stelle nicht verpasse. Ne, noch haben wir Zeit. Also der Sputnik ist jetzt irgendwie so ein bisschen über uns, hinter uns. Weiß ich nicht, ja. Jetzt haben wir ihn gerade überholt. 390 Kilometer irgendwo über uns. Aber man kann ihn noch nicht sehen. Schade. Also er kriegt auch noch keine Markierung. So. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich, ob das reicht, um den Vertrag zu erfüllen. Diesen Rendezvous-Vertrag. So, wir entfernen uns gerade wieder vom Sputnik. Gehen jetzt aber gleich über seine Flugbahn hinaus. Und jetzt kommt er wieder näher. Ich weiß nicht, kann man das. Ah, kann man ganz schlecht lesen, ne? Ich kann das auch ganz schlecht lesen. 413 Kilometer noch. 300 und ein bisschen. So, jetzt wird es gleich spannend. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, auf welche Entfernung dieser Vertrag triggert oder ob er bei so einem schnellen Vorbeiflug überhaupt triggert. In 13 Minuten 44 Sekunden. Ich hoffe, das sieht das Ding hier auch so. Ja. Haben wir den Closest Approach. 42 Meter. Wir kommen auf 42 Meter. Die Antwort auf alle Fragen. Wie cool ist das denn? Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich habe den Rendezvous-Planer überhaupt nicht beachtet. Auf 42 Meter kommen wir an den Sputnik ran. Mann, sind wir gut. Wie weit war Cookie dran bei seinem Rendezvous? Bei dem ist doch irgendein Bug getriggert und er war viel zu zeitig dran. Na gut, unseres wird wahrscheinlich aus Rache nicht auslösen oder irgendwie sowas. 42 Meter, gebt euch das. Dieser riesige Globus mit ganz viel Weltall und wir kommen auf 42, ausgerechnet auf 42 Meter ran. Wie cool. Ich freue mich ein bisschen. Ich liebe ja so Zahlenspielereien. Vor allen Dingen ist 42 die Antwort auf die Frage, nee, das Universum und die Fragen und alles und so. Da ist er. Da ist er. Da kommt er angeschossen. Wir werden bei unserer Separation eine unterschiedliche Geschwindigkeit von 286 Metern pro Sekunde haben. Also es wird relativ schnell gehen. Aber er kommt. Kilometer. Ich würde sagen, die letzten 20 Kilometer genießen wir in Echtzeit, während wir langsam in den Sonnenuntergang rüberdüdeln. Und das nutze ich dann auch mal, um mich für heute zu verabschieden. Also, ich denke, wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben zwei Probes in Richtung Mars unterwegs, wobei die Mars 2 schon wirklich in Richtung Mars unterwegs ist und die Mars 1 hat in, jetzt lasst mich nochmal gucken, 37 Tagen ein Korrekturmanöver nochmal vor sich, um sich noch in einen Mars-Vorbeiflug zu schwingen. Und wir haben heute zumindest schon mal einen Orbitvertrag fast erledigt. Da müssen wir nur noch landen. Wir müssen noch einen Tag durchhalten für den Crew Duration und wir haben den neuen Höhenrekord von 500 Kilometern geknackt. Und wenn jetzt alles gut geht, schließen wir den Stream heute ab mit einem Häkchen hinter First Rendezvous. Nö, ist auch schon erledigt. Dann genießen wir doch das erste Rendezvous. Ich habe keine Ahnung, wann das kam. Da müssen wir auch nur noch nach Hause. Also First Rendezvous haben wir auch geschafft. Wir müssen Juri wirklich nur noch nach Hause bringen. Und jetzt gucken wir uns nochmal voller Genuss mit ein bisschen Musik zum Abschluss den Vorbeiflug an. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.